Lachen macht das Leben schön. Jetzt ist gleich so weit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Was heißt denn halt wieder, hä? Huh? Wird's bald? Wir sind doch schon da, also. Papa. Morgen, Bauer. Morgen, Papa. Ich hab dir gesagt, dass du da hinsetzen sollst, hä? Huh? Du wirst es erwarten können. Entschuldige, Bauer. Setzen. Na, Papa. Was denn? Sitzt du gut in deinem neuen Lehnstuhl? Ja, danke, ich danke schon, ja. Mit einem Anstand kann er nicht schaden, gell? Ja. Wo ist denn die Ursel? Die ist im Stall draußen, bei unserer Kuh, bei der Walli. Die wird doch bald kälbern. Was? Ja, die hätte doch gestern schon kälbern sollen. Was tritschelt denn das blöde Viech so lang rum? Die ist genauso langweilig wie ihr. Nein, Papa, alles braucht heute Zeit sein. Hab ich dich was gefragt? Ich meine ja bloß. Du hast nichts zu meinen. Jesus, ein Brief ist gekommen. Ich glaube vom Bürgermeister. Was? Ein Brief? Das erfahre ich erst jetzt. Wo ist denn der Brief? Ich hole ihn ja schon. Also, ist das Grünfutter schon herin, hä? Herr Bauer, ich hab's erst gemäht. Ich fahr's noch schon rein. Ein bisschen, ein Trichel nicht so lang rum. Und schau, dass es reinkommt. So, da ist der Brief. Ja. Ja, da schon wieder eine Gemeinderatssitzung, als wenn ich nichts anderes zum Tun hätte. Papa, soll ich deinen Zoll von gestern abladen? Na, sag einmal, ist das immer noch nicht abgeladen? Ja, Paul, du bist gut. Das war doch gestern schon stockfinster, wir haben gar nichts mehr gesehen. Haben wir kein Licht im Stadel, hä? Ja, ich weiß schon. Ihr zwei habt die Arbeit nicht erfunden. Soll ich vielleicht das Heu abladen, hä? Das könnte auch nicht schaden. Du nicht so schnappig sein, gell, das mag ich nicht. Zigarren? Ja, sofort, Bauer. Ist gut so. Ja. Wo ist meine Zeitung? Oder sollen wir die auch selber holen? Hm? Wo ist die auch schon? Da ist die Zeitung. Ja. Wenn du dann mit dem Kaffee fertig seid, geht's abbrennen, gell? Aufstehen. Wenn jemand nach mir fragt, ich bin in der Gemeinde. Beim Bürgermeister. Oh. Also Bayerin, lang mache ich das fein nicht mehr mit, gell? Da kommt man sich ja vor wie ein Depp. Ich verstehe das nicht, Mama, wirst du das alles gefallen lassen kannst. Früher war er nicht so. Der ist erst so, seit seine Mutter gestorben ist. Bei der hat er nichts zu lachen gehabt. Ja, und jetzt meint der Papa, er muss uns genauso behandeln, damit wir auch nichts zum Lachen haben. Ich lass ihn heute reden. Ändern kann man sowieso nicht mehr in dem Alter. Und wenn heute dein Onkel Hans kommt, dann explodiert er sowieso, unser lieber Herr Bauer. Weil ihr ihm nicht gesagt habt, dass er kommt. Mein Schwager hat ausdrücklich gesagt, wir sollen nichts sagen, dass er kommt. Es soll eine Überraschung sein. Der müsste doch schon lange da sein. Versteh gar nicht, wo der bleibt. Ja, also, ich fahre jetzt auf jeden Fall das Grünfutter rein. Sonst bennst du wieder, wenn er kommt. Ja, und ich gehe in den Stall hinaus und hol dir die Ursel zum Frühstück rein, gell? Ich pass dabei auf die Walli auf. Ja. Oh mein. Wie soll denn ich jemals zu einem Mann kommen, wenn der Papa aber so ekelhaft ist?
Da lauft mir doch jeder gleich wieder bei der Tür aus. Oh mei, wenn der wisse, dass der Stefan und ich. Mhm. Guten Morgen, Mami. Guten Morgen, Wössl. Na, habt ihr mir einen Kaffee aufgekommen? Freilich, sitzt ihr nicht her, schau. Dankeschön. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Na? Sag. Wo ist denn euer Pascha? Der ist ins Gemeindekanzlei hinüber. Du, der hat uns halt schon angemalt, weil die Walli ihr Kaiwi noch nicht gekriegt hat. Ja, dann soll er halt an die Walli hinmaulen. Vielleicht geht's dann schneller. Aber mir ist lieber, er geht überhaupt nicht in den Stall hinaus. Sonst bringt die Walli vielleicht nur Missgeburt auf die Welt. Gut, dass der Papa das nicht gehört hat. Ja, das soll er doch hören. Das ist doch mir wurscht. Wenn ihm irgendwas nicht passt, dann geh. Für mich gibt's überall Arbeit. Geh, Urschl, das kannst du uns und der Mama nicht antun. Du weißt doch, was für ein schwerer Stand gegen ihn hat. Ja. Und du bist halt die Einzige, vor der er nur ein bisschen einen Respekt hat. Ja, der weiß schon, warum der von mir einen Prospekt hat. Hält's doch kein anderer nicht aus bei dem Suppenkoleriker. Aber brauchst keine Angst nicht haben. Ich bleib schon da. Das könnte doch dir und der Bayerin gar nicht antun. Die hat genug auszuhalten mit dem Biffe. Geh, Urschl. Ach, ist doch wahr, ja. Was sagt eigentlich dein Vater? Wegen dir und dem Stefan, weiß er das schon? Okay, woher weißt denn du das? Ja, mei. Auch ein blindes Korn findet einmal eine Henne. Und deine Mutter, was sagt denn die dazu? Ja, die meint, ich soll vorerst nur nichts sagen und eine Gelegenheit abwarten. Was abwarten? Eine Gelegenheit? Ha, dass ich nicht lache. Da bist du eher alte Jungfrau, bis die Gelegenheit kommt. Geh zu, Nani. Der Stefan ist ein sauberer Bursch. Ja, und schließlich und endlich bist ja du volljährig, oder? Naja, die Hauptsache ist doch, dass euch ihr zwei gern habt. Ja, du hast ja recht, Urschl. Aber schau, ich will halt nicht im Unfrieden aus dem Haus gehen. Unfrieden? Ah, dass ich nicht lach. Hast du vielleicht jetzt einen Frieden im Haus? Oder einer von eurer Familie? So darfst du nicht reden, Urschl. Schau, der Papa meint es bestimmt gut. Er übertreibt halt ein bisschen, ne? Ein bisschen? Ha, ein bisschen, sagt die. So was Ungutes als wir den gibt's doch in der ganzen Gegend nimmer. Also Nani, da müsste da mal einer kommen. Und der müsste dem so in die Gewehre reinfahren. Was? In die was? Ja, in die Pistole oder. Du meinst in die Quere fahren? Ja, das meine ich doch. Hab ich doch gesagt. Ja, dann war gleich in Ruhe. Wirst sehen. So klar, dass der werden. Dann müsste schon ein Wunder geschehen. Tja, Wunder geschenken oft öfters, als man denkt. Ach, schön wär's. Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Irgendwie wird's schon rausgehen. So, und ich gehe jetzt wieder zur Bayerin. Zu der Walli in Steinhaus. Ist schon recht. Gute. Die Urschl hat leicht reden. Lass den Kopf nicht hängen. Wie wenn wisset. Oh mei. Bist du allein? Ja, freilich. Geh weiter. Komm, gib mir schnell ein Puzzle. Bist narrisch geworden. Wenn der Vater reinkommt, dann gibt's eine doppelte Leiche. Das macht ja auch nichts. Dann braucht er die Leib bloß einmal am Friedhof gehen. Ach komm, jetzt lass halt deine dumme Witz. Mir ist nicht zum Lachen. Wenn der Vater uns draufkommt, dann kannst du auf deinen Bauernhof zurückgehen und ich muss den heiraten, den mir der Vater raussucht. Also ich weiß nicht, was du immer hast. Bis jetzt ist doch alles gut gegangen. Du seit 22 Jahren. Sind dein Vater und mein Vater zu Krieg miteinander. Also kennt er mich doch gar nicht. Und dass ich mich da als Knecht anstellen habe lassen, das weiß er auch nicht. Und bis er das alles erfahrt, ist doch unser Bursche lang militärpflichtig, oder nicht? Ach komm, trotzdem. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Vater jemals die Einwilligung zu unserer Hochzeit gibt, oder? Kommt Zeit, kommt Rat. Aber zuerst kommt jetzt einmal ein Puzzle. Ja, was soll denn das bedeuten, hä?
Nanni, den Zahn musst du unbedingt richten lassen, ja? Ja. Was für ein Zahn? Da, Bauer, schau mal, was die Nanni für einen schlechten Zahn dahinter ja. hat. Ja. Den muss er sich unbedingt richten lassen, den muss sofort zum Zahnarzt. Was Zahnarzt? Nichts Zahnarzt. Bei mir gearbeitet und ich zum Zahnarzt gelaufen, gell? Ist ein Krimfutter herin? Ja, Bauer, ich bin fast fertig. Dann schau, dass du ganz fertig wärst. Du kriegst schon nicht so lange rum. Ja, Bauer. Gott sei Dank ist das noch mal gut gegangen. Da schau her. Da ist gar niemand da. Scheinbar alles ausgeflogen. Nicht einmal mein Bruder, der Herr Ökonomierat, ist da. Der wird doch nicht einmal was arbeiten. Hallo? Hallo? Und da ist noch was. Hallo? Ja, was hey. Ist? Ja, Hans, grüß dich Gott. Nein, ich kann dir gar nicht sagen, ich bin frei, dass du da bist. Du, ein Koffer, der mauert aus. Das, dass der Kasper nicht mehr. So, aber du, so du bist doch schon viel früher gekommen. Na ja, meine Donnerkiste ist nicht angesprungen. Ich werd halt auch schon alt. Die braucht ab und zu das gute Zureden, damit sie Schnaufer macht. Wo ist denn mein Bruderl? Der männliche Haustraucher? Der ist bei der Gemeinde, beim Bürgermeister. Auf die Weise haben wir wenigstens sein Gebell nicht im Haus. Führt das immer noch so auf? Ach, du machst dir keinen Begriff. Das wird immer schlimmer mit ihm. Mein Gott, ich kann dir gar nicht sagen, der führt sich auf. Und wir. Es ist furchtbar mit ihm. Unsere Mutter, die hat uns manchmal ganz schön rumgescheicht. Aber sie hat uns nie schikaniert oder ungerecht behandelt. Ja, und Kaspar, den hat schon manchmal besonders in der Mangel gehabt. Jetzt meint er halt, er muss das, was er früher geschluckt hat, an euch auslassen. Das heißt aber noch lange nicht, wenn er auch der Bauer ist, dass er tun und lassen kann, was er will. Vor allen Dingen hat er nicht das Recht, euch so zu behandeln. Ach, es wird immer schlimmer mit ihm. Nichts kann man ihm recht machen. Mei. Und wehe, es redet ihm einer dagegen. Dann sollst du mal sein. Dann legt er los, unser Haustier an. Ach, der Stefan, der ging am liebsten auf und davon. Und der Nanni, der geht's auch nicht besser. Wir sollen mal den ganzen Kram vor die Ferse schmeißen. Die bleiben doch wegen mir. Was glaubst du, was ich zum Aushalten hätte, wenn die nicht mehr da wären? Bittchen, sag ja an Kaspar Nixon, dass wir gewusst haben, dass du kommst. Nein, kannst beruhigt sein. Und wenn er mich anmutzt, ich wär schon fertig mit ihm. Meinst? Auf dich hat er einen besonderen Hocker, weil du ein Beamter bist. Ich sag das. Der führt sich auf. Mit dem Essen ist es jedes Mal ein Theater. Mach ich Reibertatschi, wo ich einen Schweinsbraten. Mach ich Schmalznudel, wo ich Dampfnudeln. Mach ich Schwammerl, wo ich Pilze. Das ist doch dasselbe. Da siehst du es mal, wie durcheinander das ich bin. Aber ich hab ganz auf dich vergessen, du wirst ja bestimmt einen Hunger haben, ja, Malz. Ja, da kommst du. Weißt du was? Jetzt geh mal in die Küche raus. Ich mach dir jetzt eine ganz eine gute Brotzeit. Ja. Ich hab mich so schon gefreut auf deine Kochkunst. Ja, dann gehen wir dann weiterreden. Ja. Brotzeit! Hör! Ja, was ist denn, sitzen die heute auf die Ohren, hä? Wer haben wir's denn, hä? Brotzeit, hab ich gesagt! Hörst du auf Seiten, wo bleibst du so lang? Nicht zum Darm ist das. Ja. Dann wenn's deinen Hund sagst, der ist im Stall draußen. Ja, wie kommst denn du da rein, hä? Ganz einfach über den Hof und da bin ich rein und da bin ich auch schon. Da schon her. Aber grüß Gott kannst du schon sagen, wenn du ein bisschen einen Anstand hättest. Du brauchst mir Anstand nicht lernen. Was willst du denn da? Ich hab dich nicht gerufen. Das wäre bei dir auch nicht erleben, aber das macht nichts. Hä? Du weißt, dass ich als dein jüngerer Bruder das Wohnrecht auf Lebzeiten da habe. Ja, leider. Ich kann also kommen und wohnen so oft und so lange ich mag. Auch wenn es dir nicht passt. Ja. Was pfeifst du überhaupt so ordinär umeinander? Das hat dir für unsere Mutter nicht beigebracht. Ja, die nicht aufmachen, gell? Mein Brotzeit!
Ah, die bringt da dein Hund? Nein, mein Alte soll's mir bringen, ne? Ah, da schon her. Das sind ja nicht die Sitten, die du da eingeführt hast. Muss deine Frau jetzt schon auf den Pfiff gehen? Du, pass mal auf. In dem Haus geschieht immer noch das, was ich will, gell? Der Herr im Haus bin ich. Ich bin ja nicht irgendjemand. Ich bin ja der Schnatter Kasperbeck. Der Kasper Schnatterbeck, ne? Das hätte ich jetzt bald vergessen, dass du der Herr Tyrann von und zu Schnatterbeck bist. Komm, komm, komm. Lass deine Sprich. Was ist denn mit meiner Brotzeit? Am besten zwickst du noch ein Monokel ins Auge und sitzt den Zylinder auf. Hä? Dann gehst du über den Hof in den Stein aus, dann kriegen deine Kühe einen Lachkrampf und dein Hund macht einen Salto vor lauter Freude. Weißt du, was zum Spöckeln hast? Ja, was ist denn jetzt mit meiner Brotzeit? Die Mario hat jetzt gerade keine Zeit, die ist gerade am Essen kochen. Im Übrigen bin ich zur Erholung da. Da möchte man nicht den ganzen Tag dein Gepfiffi da anhören. Zu was bist du da? Ja, zur Erholung. Erholung? Dass ich nicht lach. Erholung. Seit wann braucht denn ein Beamter Erholung? Von was willst du denn du erholen? Ha? Vom Stuhlsitz polieren oder vom Zeitung lesen? Ha? Ich hab mir vorgeschriebene Arbeit und die muss ich machen. Ja. Die nimmt mir niemand ab. Ja. Ich hab's nicht so schön, dass ich bloß Pfeifer brauch, damit die anderen mehr Arbeit machen. Ja, mit Maulwerk setzen wir gut beieinander. Ja, Herrschaftszeiten, was ist denn mit meiner Brotzeit? Ich darf mir's halt selber holen. Oder ist dir das auch schon zu viel Arbeit? Danke, Herr. Ich hab das Gefühl, da steckst du dahinter, hä? Möchtest du mich gegen meine Familie aufbringen, hä? Aber Brüderli sagt das. Lass deine staubigen Beamtenpfoten von meiner Familie. Sonst rück ich mit dir zusammen. Spar dir deine Sprich und lass mir meine Ruhe. Ja. Sonst rück ich mit dir zusammen. Gerade der Bauernbüffel. Jetzt meine ich, hat er mich was geheißen. Da muss ich aufpassen. Sonst bringt mir mein Bruder und meine ganze Familie durcheinander. Ja, Bauer! Was denn? Ja, da bist ja! Wo soll ich denn sonst sein? Ja, magst mir nicht helfen? Ja, allein schaff ich doch das nicht! Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, die Walli, unsere Kuh! Ja? Ja, die kriegt doch ihr Baby! Seit wann kriegt denn eine Kuh ein Baby? Soll ich heute Nanni helfen oder Stefan? Das geht nicht, weil die Nanni ist beim Heu abladen und der Stefan, der fährt ins Grünfutter rein. Was? Ja, tritschen denn die immer noch so langweilig herum, hä? Ja, was ist jetzt? Magst du mir jetzt nicht helfen? Ich möchte erst mal Brotzeit machen, ne? Die Kurse warten, bis ihr Schratzen kommt, ne? Gut. Gut. Was? Ich kann's ja der Walli sagen, sie soll noch warten mit ihrem Schratzen. Aber wenn was schief geht, schieb ja nicht mir die Schuhe rein. Ich sage dir. Was ist jetzt? Magst du mir jetzt helfen oder nicht? Ja, ich komm schon. Also dann. Also, nein. Ich möchte bloß wissen, warum ich Kinder auf die Welt gesetzt hab, wenn ich alles selber machen muss. Ja. Also das Grünfutter, das hätte mich jetzt bald geschafft. Ja, mir reicht's auch. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Papa keinen Haiaufzug einbauen lässt. Ja, das könnte ich dir schon sagen. Wenn der Papa das Heu selber abladen müsste, dann war der Heuaufzug schon lang einbaut. Aber so hat er ja uns als Dienstboten. Grüß euch. Ja, grüß Gott. Grüß dich, Gott, Onkel Hans. Das ist aber schön, dass du da bist. Ich glaub's, mit dir kann man sich wenigstens unterhalten, ohne dass man obelt wird. Du, Nanni, ja. Wo ist denn eigentlich der Bauer? Ich hab ihn zuerst auf Pfeifen hören. Du, der ist bestimmt mit der Urschel im Stall draußen, die Walli Kaiwitz. Was, die Kaiwitz schon? Ja, da muss ich ja helfen. Ah, nix da. Bleib nur da. Ja, aber du musst. Nein, du musst nicht. Der soll nur selber einmal was tun. Ich schade ihm gar nicht, wenn er da ein bisschen ins Schwitzen kommt. Vielleicht geht ihm dann die Luft aus zum Pfeifen. Mei, hast du eine Ahnung, was los ist, wenn er uns der Herrin erwischt? Habt ihr euch doch schon geschunden nur? Oder habt ihr vielleicht Angst vor ihm? Ja, Angst nicht gerade, aber. Schiss! Und darum gehe ich jetzt in Kirchenhaus zur Mama. Ich kann das Gebäfer nicht mehr hören. Ist er denn wirklich so schlimm? Schlimm? Ja, noch viel schlimmer. Was glaubst denn du, wenn der in den Stumm reinkommt und sieht da einen Steh von uns? Ja, oder gar sitzen da herin. Der explodiert, der steigt in die Luft bis an Decken auf.
Lass ihn doch nicht aufsteigen. Der kommt schon wieder runter, wenn es ihm da dran zu langweilig wird. Ja, und der Doktor hat noch gesagt, wir sollen ihn nicht unnötig aufregen, weil er sowieso einen zu hohen Blutdruck hat. Der Doktor meint wohl, dass er sonst an seinem eigenen Gift erstickt. Ja, das ist der Doktor. Ja, noch einmal. Gott. Da, schau her. Der Herr Knecht steht in der Stube miteinander und ich darf ihn mit der blöden Kuh abschinden. Ne? Der Knecht, als wenn er nichts zu tun hätte, steht im Stübchen herin. Ne? Ja, Bauer, ich bin gerade reinkommen vom Heuablan. Was? Ja, ist denn das auch wieder nicht herin? Ja, gibt's denn sowas? Wenn ich mich um alles kümmern würde, dann gang's bei uns drunter und drüber. Wir waren schon lang pleite, waren wir. Aber natürlich. Wenn der Herr Brüder meine Leute von der Arbeit aufhält, dann ist der kein Wunder, ne? Sei nur froh, dass ich die nicht aufhalte. Ich lass mich schon nicht aufhalten. Ich bin ja kein Beamter. Wo ist denn Nanni? Die ist gerade in die Küche raus zu ihrer Mutter. Was soll denn die in die Küche draußen? Ja, das bisschen Essen bringt doch Mutter nur fertig. Du gehst jetzt in den Hof raus und darfst den Wagen in die Remisen fahren, gell? Und dann glaubst du, die Heilkabin zusammen, die da so mal anflacken. Ja, aber das nichts, hat... aber tu, was er da geschafft hat. Ja, ich bin ja schon fort. Ja, hoffentlich. Na? Was? Kasper, ist mit der Walli alles gut gegangen? Ja, kümmer doch du dich nicht drum. Was ich in die Hand nehme, das klappt immer. Bei mir hat alles Hand und Fuß. Was ist mit der Brotzeit? Also, was? Jetzt hörst du aber auf. Du, in einer Stunde gibt's Mittagessen. Du kannst doch jetzt nicht mehr Brotzeit machen. Es ist nicht zum Glauben. Ich darf mich abschicken von der Früh bis auf Nacht. Und da können wir schmal ans Tische hier haben. Wann gibt's noch was essen? Oder was gibt's denn zum Mittagessen? Rohrnudel mit Vanillesauce. Wie du gesagt hast. Schmalznudeln, hab ich gesagt. Du hast ausdrücklich gesagt, Rohrnudeln. Schmalznudeln, habe ich gesagt, ohne Rohr. Du weißt doch, was ich gesagt habe. Also, ich kann doch jetzt in dieser kurzen Zeit keine Schmalznudeln mehr machen. Du hast doch sonst auch so gern Rohrnudeln gegessen. Heute will ich Schmalznudeln. Aber ich weiß schon, ihr geht so, was ihr wollt. Um mich kümmert sich ja keiner, ne? Aber mit mir nicht. Ich sage euch gleich. Ich geh zum Wirt hinüber, da können wir raussuchen, was mir passt. Mahlzeit! Mahlzeit! Du holst den Backen! Jetzt siehst du es selber. Denk dir nichts, Mari. Irgendwas müssen wir machen, dass den Querschädel sein Schikanieren selber trifft. Du kennst doch deinen Bruder. Eben, Weilenkind. Da wird mir schon was einfallen. Aua! Wo ist er denn? Bayern, also wir brauchen jetzt unbedingt einen Fechtdoktor für die Walli. Ja, ich kann mir nicht mehr helfen. Und wenn jetzt nicht bald der Fechtdoktor kommt, dann geht uns die Walli ein. Und dann geht das Geplärm vom Bauern wieder los. So ich den Tierarzt bin, Mari. Ja, wenn's aber dem Papa nicht recht ist. Das macht nichts. Dann zahle ich die Rechnung. Aber die Quittung präsentiere ich dann meinen Herrn Brüderlein schon. Der traut sich was. Du, Mama, das Essen war jetzt soweit. Mir ist der Appetit vergangen. Ist verloren. Ja, was war denn schon wieder los? Stell dir vor, jetzt will ich Schmalznudeln, keine Rohrnudel. Ja, und jetzt ist er ins Wirtshaus hinüber. Na, ja. Okay, das schaut ja gerade so aus, als wenn er daheim nichts kriegt. Mir ist doch egal, was ich koche. Der Papa braucht's doch nur sagen. Aber nicht hinterher das Gegenteil behaupten. Bloß aus Schikane. Ich richte jetzt Essen hier. Na und du? Machst du auch keine Rohrnudeln? Aber Bayern, hab ich schon einmal was stehen lassen? Ich is doch alles. Außerdem dürfen sich der Bauer die Finger bis zum Ellenbogen abschlecken, dass er so eine gute Köchin als Frau hat. Was sagst du? Aha. Was, aha? Hab das Essen beim Wirt nicht geschmeckt, weil du schon wieder da bist?
Der Wirt hat heute Ruhetag. Ausgerechnet, hei. Aber das werde ich auch noch ändern. Ich glaube da aufs Wort. Ja. Aber dass du es weißt, jetzt essen wir deine verschmähten Rohrnudeln. Von mir aus. Mahlzeit. Also ich möchte bloß wissen, wo der Viechdoktor so lang bleibt. Ja. Was? Was? Das ist ja Viechdoktor. Was denn für Viechdoktor? Ja, der Hans ist nüber und holt den Viechdoktor wegen der Walli. Ja, wir hatten das angeschafft. Ja, ich? Was? Ja, wie kommst denn du dazu, so etwas zu tun, ohne mich zu fragen? Ich hab's geraten. Jawohl, weil uns nämlich die Walli sonst unter die Hände stirbt. Ach, Blödsinn. Was verstehst denn du davon? Kümmert dich um die Skaibe, ist viel gescheiter. Gut. Na, geht halt eine von deinen besten Kier ein. Außer mir. Ja. Da, schau her. Was denn? Der Herr Agronom ist auch wieder da. Lass mich mal hören. Im Stalltraß war der Tierarzt auf dich. Von mir aus, ich habe ihn nicht bestellt. Sag mal, bist du so dumm oder so stur? Oder beides? Das ist doch schließlich dein Viech. Ich darf eh sagen, dass das mir nicht so geht. Gut, dass du das einsiehst. Hoffentlich bleibst du bei dieser Einsicht. Bayern! Bayern! Gott sei Dank! Der Viechdoktor hat gesagt, das ist noch mal gut ausgegangen. Aber lang hätt's nimmer dauern dürfen. Dann war uns nämlich die Walli gestorben. Hat er gesagt. Jetzt weiß ich nicht, wer mehr Glück gehabt hat. Der Bauer oder die Walli? So was, meine Herr. Weiß ich nie was um euch und kümmert um alles. Immer wieder um immer. Immer sein, dass alles in Ordnung ist. Dass alles klappt, dahinter und vorn. Aufstehen! Es geht schon, Walli. So, jetzt ist aber wirklich Zeit zum Essen. Mir ist der Appetit vergangen. Geh zu, Mai. Denk dir nix. Du weißt doch, einer spinnt immer. Rasenspinner. Du hast leicht reden. Aber Bayern, so kannst du doch nimmer weitergehen bei uns. Ich mag bald nimmer. Ja, ich auch nimmer. Es hält doch auf Dauer keine Rose nicht aus. Also wir müssen alle zusammenhalten gegen den Bauern. Jetzt hast du es gesagt. Jawohl, zusammenhalten. Okay. Ja, das tun wir doch sowieso. Aber das hilft doch auch nichts. Nein, ich meine eine besondere Art von zusammenhalten. Ha? Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Wir müssen den Kaspar total verunsichern. Ach geh, der Bauer, die Sicherheit in Person, der tut höchstens uns verunsichern. Also ich verstehe immer noch nicht, was du meinst. Jetzt pass auf. Ein Beispiel. Der Kaspar schafft den Stefan an, er soll Heu einfahren. Mhm. Der Stefan tut aber nicht einfahren, sondern mähen. Ja, um Gottes Willen. Ja, was glaubst denn du, wie mich der Bauer zusammenputzen tät? Ja. Wenn's aber ihr alle behauptet, dass er mähen angeschafft hat und nicht einfahren, dass also er sich geirrt hat, dann kriegt der Papa einen Schreikrampf. Ja, am Anfang vielleicht schon. Aber wenn sich solche Vorfälle wiederholen, dann muss er unsicher werden. Er müsst immer anders da, als wenn er angeschafft hat. Ohne dass er natürlich auch einen Hof schaut. Ja. Ja. Ja, das ist ja ganz eine gute Idee. Ja. Hau doch auf deinen Fuß drauf. Ja, das tut ja weh, so ja. Blöd bin ich auch nicht. Aber das machen wir. Ja, das gibt eine riesen Gaudi. Ja. Dreht den Stuhl um. Genauso wie er Schmalznudel angeschafft hat, in Wirklichkeit aber Rohrnudel. Hast du mich? Ja, meinst du, dass das hilft? Ja, das stimmt. Und wenn alle Strick reißen, dann lasse ich meiner Schwester, der Liesl, einen Brief schreiben. Und wenn er den liest, dann geht er in die Luft und schreibt einen Mond für der Verkehrsamt, Bio. Also mir ist recht, vielleicht hilft's. Ja. Na, in Gottes Namen, vielleicht ändert er sich ein bisschen. Ja, das stimmt. So. Kann man vielleicht noch was zu essen haben, hä? Wir haben aber nur Rohrnudeln, keine Schmalznudeln. Ist mir wurscht, in der Not frisst der Teufel eine Rohrnudel. Wem meint er denn mit dem Teufel? Ihm selber. Ja, ja. Weißt du, wo du hingehörst mit deinen Ansichten?
In die Wüste? Ja, ja. Da hast recht. Und dich nehme ich mit. Weil es steht geschrieben, wer in die Wüste geht, soll ein Kamel mitnehmen. So, Dilla. Wir müssen uns schicken. Papa kommt gleich zum Frühstücken. Mei, der wird schauen, wenn keine Tassen auf dem Tisch stehen. Jetzt ist die Uhr. Die Uhr müssen wir verschenken. Das darf man ja nicht. So, Elfie. Schön. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Frühstück, mein Frühstück fertig. Heute hast du aber lang geschlafen. Ja, ja. Und das ist mir gar nicht gewohnt. Was? Von dir. Und wieso Frühstück? Okay. Frühstück ist doch schon längst vorbei. Was? Vorbei? Ja. Ja, warum hab's mich dann nicht aufgeweckt? Also, du hast so gut geschlafen, da wollte ich dich dann nicht aufwecken. Hinterher hättest du mich bloß geschimpft. Ach, Papalapip, Papap, ich will mein Frühstück. Du Papa, es was ist denn? Doch 11 Uhr. Was? Ja, in einer Stunde gibt's Mittagessen. 11? Tatsächlich 11? Um 11 bin ich beim Bürgermeister bestellt. Um Gottes Willen, was tut? Da gibt's nur eins, laut ringen. Ja, da muss ich mich schicken. Jetzt. So. Also du, ich bin ja neugierig. Was da jetzt? Was da jetzt? Du, wir müssen uns bloß einig sein. Ja. Dann klappt das alles. So. Jetzt schau ich her. Jetzt, was auf. Mei, du! Bis der Papa kommt, mir das. Das Geschau vom Papa möchte ich sehen, wie der vom Klosner Gemeindehaus steht. Ja, du. Unrasiert und in die Pfalzpantoffeln. Hoffentlich begegnet ihm keiner. So, und jetzt ist der Spuck wieder vorbei. Aha. Aber für den Papa geht er erst an, gell? Mann! Friedrich, war der Kasper schon da? Ja, der rennt schon auf die Gemeinde. Ich hole jetzt gleich einen Kaffee. Ja. Bis der Kasper kommt, müssen wir alle beim Frühstück sein. Das wird wieder der Spaß. Morgen. Morgen, Stefan. Morgen. Habt ihr das mit Uhren verstellt gemacht? Ja, freilich, wenn wir es ausgemacht haben. Ein Bauer habe ich auch gerade drinnen sehen. Der rennt ja, wenn der Teufel hinter mir war. So, der Lass. Du bist jetzt der Kaffee. Na, jetzt lasst es euch schmecken. Danke, Bärin. Ja, bitteschön. Oh. Hm. Vorläufig haben wir unsere Ruhe. Ja. Guten Morgen. Morgen. Wo ist denn der Bauer? Hat es geklappt mit dem Zauberstickel? Freilich, Urschel. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Der Papa ist gerannt wie von einem Webs gestochen. Und wenn er kommt, vom Mittagessen war nie die Rede. Ja. Und es war nicht Eifi, sondern Zimi. Ja. 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 Guten Morgen, Mama. Was ist denn da los? Mich beißt von einem Affe, ha? Papa, was denn? Du machst nicht frühstücken. Was? Papa, wo was kommst ist? Du denn jetzt her? Was? Warum bist denn du so grün? Du bist ja ganz außer Atem. Was? Ja. Du Bauer. Was denn? Sag einmal, wo hast du deine Pantoffel? Ich muss sie gerade verloren haben, ja. Und auf der Gemeinde war zu, obwohl es doch Eifel ist, ne? Ja, du, was tust denn du in der Früh um 7 auf der Gemeinde, wenn du für Eif im Steig bist. Das spielt doch nicht Sieme. Es ist doch. Ja, Herrschaft, das war doch Eif. Du hast doch selber gesagt, in einer Stunde gibt's Mittagessen. Was, ich? Ja. Also, da musst du dich täuschen, Papa. Gewiss. Was? Ja. Na, Herrgott, das. Ich könnte schwören, dass Eifi war. Na, nur keinen Meineid, Bauer. Ach, Blödsinn, ich bin doch nicht mondsüchtig. Gewiss nicht, Bauer, denn um
Um diese Zeit scheint gar kein Mond mehr. Also, Papa. Was denn? Komm, das hast du halt vergessen. Das kann doch einmal vorkommen, das macht doch. Aber was heißt denn vergessen? Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Bestimmt nicht. Weil so schnell wie du gerannt bist, können die Leute gar nicht schauen. Also, ich bin fertig. Ich geh an meine Arbeit, das du gestern geschafft hast. Was? Ja. Und ich geh auch wieder in den Stall raus, gell? Ja. Was denn? Bauer? Ja, was möchtest du? Bauer, soll ich unterwegs vielleicht deine Pantöffelchen suchen? Ich geb Dame schworen. Ja, ja. Lass doch niemand wissen, dass die mir gehören. Ja, und ich helfe Stefan. Hm? Ich schaff mir gar nichts, wenn ich ein bisschen an die Luft komme. Und Kaspar, hängt dir nix. Hängt dir nix? Ah, da kann sie ja mal irren, gell? Jesus, ich muss ja die Wäsche aufhängen. Ja, Wäsche aufhängen. Gottes Willen. Ich werde doch nicht krank sein. Aber mit dir rufe ich auch noch mal zusammen, das weiß ich. Ist er nicht fesch? Da werden wir Papa gar nicht mehr kennen. Mann, du, wann ist denn der gekommen? Ja, gerade hat ihn jemand vom Trachtengeschäft gebracht. Die Änderungen von Papa seine Figur haben sie gemacht. Mein Gott, das war ja eine Riesenidee, ja, dass der Hans den Anzug gekauft hat. Wie oft hab ich am Papa hingekriegt, er möchte sich endlich einen neuen kaufen. Seit 20 Jahren rennt er in dem alten Klump rum. Ja, mei, der Papa lässt sich halt nichts einreden. Je mehr man ihm zu was zuredet, desto bockborniger wird er. Ja, ich hab mich jeden Sonntag, aber mich so geniert, wenn er mit dem alten Zeug da in die Kirche gegangen ist. Wenn wir arme Schlucker wären, ja, da hätte er mir's eingehen lassen. Du, aber meinst du, dass er das glaubt, dass er den selber gekauft hat? Das wird nicht einfach werden, dass er das schluckt. Das muss er schlucken. Da schau her, Papa. Was denn? Dein neuer Anzug ist da. Was? Ja, alle Änderungen, die du angeschafft hast, sind gemacht. Was heißt der neue Anzug? Ich habe mir doch keinen Anzug nicht gekauft. Ja, wer hätten den sonst gekauft? Hä? Du warst doch vorige Woche mit dem Hans in der Stadt und hast da im Trachtengeschäft den Anzug gekauft. Ja, was redest du denn für einen Blödsinn? Ich war seit einem halben Jahr nicht mehr in der Stadt. Also, Alter, jetzt sag mal, jetzt hast du es auch wieder vergessen. Hä? Mei, Papa, und wir haben uns schon so gefreut, dass wir uns jetzt nicht mehr schammer brauchen, wenn wir mit dir am Sonntag in die Kirche gehen. So weit schammer, dass die euch schamst wegen mir. Mein alter Anzug, der ist noch lang getan. Also, du hast selber gesagt, du willst in dem alten Klump nicht mehr rumlaufen. Ach, ja, das hast du gesagt. Ja, ach, da kannst du dich halt nicht mehr erinnern dran. Hm? Aber das macht nichts, Papa. Ja? Du tust jetzt den Anzug in Schlafkammer auf. Schlafkammer? Ja, und da tust du ihn dann probieren, gell? Ja. Ja, ja, ich komm auch mit, ich muss es oben noch sauber machen. Was? Jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich ein Mandel oder ein Weiber? Hey, kauf mir doch keinen neuen Anzug. Mein alter Anzug gestern noch lang. Ja, ich bin doch nicht, hä? Um Gottes Willen, mich wird doch nicht ein Schlager gestreift haben, hä? Warum? Mein Lieber, das war vielleicht eine Schinterei. Was? Das hätte der Stefan nie geschafft, allein. Geh, Gras einfahren, das schafft er nicht allein. So was haben wir noch nie zu zweit gemacht, oder? Ja, sag einmal, Bauer, wer redet denn vom Gras einfahren? Ja, da war doch gestern gar nicht die Rede davon. Ja. Was? Du hast doch zum Stefan gesagt, er soll das geschlange Holz vom Wald runterfahren. Hä? Ja, und weil ich das allein nie geschafft hätte, hat mir dein Bruder geholfen. Was? So ein Blödsinn, was soll ich mit dem Holz auf meinen Hof da? Ja, sag einmal, weißt du das auch nicht mehr? Hä? Aber sei froh, dass du es so geschafft hast. Im Sägewerk, da nehmen sie das Holz jetzt noch. Jetzt kriegst du noch was dafür, die Preise sind am Fallen. Nächstes Jahr hättest du es vielleicht als Brennholz hernehmen können. Ich hab mich selber schon gewundert, dass du so eine gute Idee hast.
Ja, sowas habe ich doch nie entschieden. Also, gell, wenn's bei der Familie tyrannisieren willst, dann ist das deine Sache. Aber mir lass da so spui. Meinst du, ich hab mich zur Gaudi da mit dem Holz abgeschunden? Ich hab das ja nicht angeschafft. Ja, mir nicht, aber dann Stefan. Also, langsam hab ich das Gefühl, dass mit deinem Hirnkastel irgendwas nicht stimmt. Was? Du, Bauer? Ja? Soll ich jetzt das Holz wieder rauffahren im Wald? Hä? Und ich mach auch immer mit bei dem Blödsinn. Mach doch, was du willst von mir. Aber wir machen das, was uns du anschaffst. Ich hab das nie angeschafft. Sag mal, war ich mit dir in der Stadt drin und hab mir einen Anzug gekauft? Freilich? Boah, was? Vorige Woche haben wir zwei in der Stadt. Gott sei Dank, bei der Alte hat sowieso schon so ausgeschaut. Ist der vom Ändern schon da? Da weiß ich ja gar nichts davon. Also, jetzt meine ich, reicht's aber dann schon langsam mit dir, hä? Oh, ich wär verrückt, ich wär verrückt! Du, jetzt glaube ich, kommt unser lieber Herr Bauer schön langsam ins Schleudern, hä? Der Tyrann von Schnatterbeck kommt langsam ins Breckeln. Ja. Das Pfeifer hat er auch schon eingestellt. Ich mähe aber jetzt trotzdem die obere Wiesen. Ja. Es wird wirklich Zeit dafür. Ist schon ein Post gekommen von meiner Schwester, wie wir es ausgemacht haben? Nein, ich glaube nicht. Einen Postbot habe ich noch nicht gesehen heute. Na, warte, Brüderl. Wir bringen da schon noch einen Benim bei. Ach, Onkel Hans, seid ihr mit dem Holz aber fahren schon fertig? Ja, aber ganz geheuer war das am Kaspar nicht. Ja. Jetzt probiert er gerade seinen Anzug. Ja. Endlich hab ich ihn soweit. Aber Zürin haben wir ja müssen, wir am kranken Gaul. Ja, brummt hat er wie ein alter Bär. Gewundert hat er sich, dass ihm der Anzug so gut passt. Jetzt glaubt er selber, dass er in der Stadt drin war. So ist richtig. Oh mein Onkel Hans. Aber das härteste Stückchen steht uns noch bevor. Du meinst, wenn wir an deine Hochzeit da offerieren? Ich hab mit dem alten Hauserbauern schon geredet. Ja. Er ist begeistert von dem Plan, den wir uns ausgedacht haben. Er hat gemeint, so eine liebe und fesche Bayern, das war seine größte Freude. Und die alte Hauserin hat fast zwei angefangen vor lauter Freude. Oh mei, ich hab den Hauservater auch sehr gern. Das ist nicht so ein alter Beuterer wie unser Papa. Bei den Hausers, da ist richtig friedlich. Das wird's bei uns schon auch noch. Wart's noch ab. Ich weiß gar nicht, was der Vater gegen den Hauser hat. Hat ihm der mal was da? Ja, da war einmal was wegen einer Grenzsteinversetzung, aber da warst du noch ganz ein kleines Wurzel. Okay, so lang ist das schon her. Ja, dein Vater meint, dass der Hauser den Grenzstein zu seinen Gunsten versetzt hat. Das hat aber nicht gestimmt. Es hat sich herausgestellt, dass einer von den zwei Bauern mit dem Traktor hängen geblieben ist, ohne dass er es gemerkt hat. Aber der Vater meint unbedingt, dass das der Hauser war. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Spuren von dem Grenzstein an einem Traktor waren. Ja, na also, zu was denn dann die Feindschaft? Ja, weil er es einfach nicht zugeben will. Bis heute nicht. Sag ja nichts zu deinem Vater davon. Da wird der Fuchsteufel wild und geht gleich wieder in den Tee. Oh mei, ich sehe schon. Das wird nie was mit dem Stefan und mir. Na, wart's noch ab. Man muss das bloß richtig anfangen. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Oh mei, Onkel Hans. Die will ich nicht helfen. Aber jetzt muss ich wirklich die Wäsche aufhängen. Wie man nur so stur sein kann. Obwohl er weiß, dass er im Unrecht ist. Soll doch froh sein, dass seine Tochter so einen tüchtigen Bauern kriegt. Wo schau her? Gut schaust du aus. Fesch bist benannt. Wirkst um 10 Jahre jünger. Nein, ja, kein Blödsinn. Du, sag mal, was hat denn der Anzug gekostet? Du hast ihn doch selber gezahlt. Weißt du das auch nicht? Naja, das schon, ja, das weiß ich schon. Aber wie viel weiß ich momentan nicht. Das ist es mir, geht mir nicht mehr in den Kopf, ich weiß es nicht. Weißt nicht mehr wie viel? Nein. 480 Mark. Was? Um Gottes Willen, mein alter Anzug ist noch lang da. Ja, da hat er bloß hinten sehen wir schon ausgeschaut. Sonst war er noch recht gut.
Ja, Kasper! Mal schön! Ja, gut schaust aus. Also, ich hab gar nicht mehr gewusst, dass ich so einen feschen Mann hab. Also, schaust um 10 Jahre jünger aus. Ja, das hat meine Herr schon gesagt. Ne? Es macht sich so am Mecken. Ich komme mir vor wie ein Schaufenster Puppen. Also, das musst du selber zugeben, dass dir der Anzug gefällt, oder nicht? Was? Mein alter Anzug? Ja, den schenkst du die Motten. Dann haben die auch Freude. Also, mein Papa, mach ich heute seine Leibspeise. Schön. Kässpatzen. Oh. Die hat er noch nie mehr. Ich möchte aber. Kässpatzen. Du das hast den Pappen. Ich möchte aber. Kässpatzen. Das wisst ihr nicht schon. So, Bauer. Also, das mit dem Traktor ist alles in Ordnung, gell? Hm? Bloß Bremsen haben sie ein bisschen nachstehen müssen. Aber sonst waren sie sehr zufrieden beim TÜV. Was? Ja, Bauer! Was denn? Ja, verreck! Was? Und um 10 Jahre jünger. Das weiß ich jetzt schon. Ich möchte wissen, wer das angeschafft hat, dass du den Traktor zum TÜV fahren sollst. Ha? Ja, ich hab ja mich auch schon gewundert, dass du mich zuerst mit dem Traktor zur Inspektion in die Werkstatt geschickt hast und dann zum TÜV, wo er doch erst in einem halben Jahr fällig ist. So ein Blödsinn. Ja, ich bin doch nicht. Bist du da sicher? Ja, was? Das hab ich doch nie angeschafft. Also, Bauer, willst mich jetzt du zum Narren halten? Letzten Montag hast du gesagt zum Stefan, der Traktor muss zum TÜV. Ha? Ja, der Stefan kann ja nicht, weil doch der das Heu abladt. Aber ich bin heute jetzt gefahren zum TÜV. Ja, das stimmt schon, was die Urschel sagt. Aber sei froh, dass du es hochgeschafft hast. Ja? Hast du ja gehört? Die Bremsen waren nicht mehr in Ordnung. Die Bremsen? Ja, vielleicht hätte da ein Unglück passieren können. Unglück, ja, da hast du recht, ja. Ja, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen erinnern, ja. Ja, das stimmt. Geil, Bauer, jetzt kannst du dich schon wieder erinnern. Ja, ja, freilich, jetzt kann ich mich wieder erinnern, ja, ja, ja. Na, also, was regst du dann immer gleich so auf? Ja, ja, ich hab mich bloß, ich weiß bloß, Moment, ich geh jetzt zum Bürgermeister und ich will die Gemeinde, gell? Hoffentlich kennt ihr den in dem neuen Anzug. Ja, weißt du, was du am Spätel hast? Ja. Aber jetzt war ich doch bald in Schwitzen gekommen. Hätte ich es bald mit der Angst dran gekriegt, dass mir das nicht klappt, wegen dem Traktor. Dem ist schon gar nichts anderes überblieben. Vor 14 Tagen warst du nicht so glimpflich davor gekommen, gell? Ja, da ja, hast du schon recht. Er wird schon noch mehr erklären müssen. Wo ist denn der Papa? Der ist gerade in die Gemeinde hinüber. Sein neuer Anzug vorführen. Urschel, ist mit dem TÜV alles in Ordnung gegangen? Freilich, Bari, alles ist in Ordnung. Obwohl, zuerst wollten sie mich ja gar nicht drohnehmen. Nein, aber ich hab gesagt, unser Bauer hat gesagt, der Traktor hat farbtechnische Mängel. Fahrtechnische Mängel? Ja, wegen den einen Buchstaben. Ja, aber sie haben mich dann doch drohnehmen. Allerdings haben sie schon so sehr gewundert, weil ja außer die Bremsen alles in Ordnung gewesen ist. Der Kasper hat auch ganz schön geschluckt. Und? Er hat was zugegeben, was er nie angeschafft hat. Das ist doch auch schon ein Fortschritt, oder? Auf die Weise kriegen wir alles nach und nach gekriegt, was so fehlt bei uns. Also die Bremsen, die waren ja wirklich unter aller Sau. Ich hab jedes Mal Todesängste ausgestanden, wenn der Stefan mit dem Traktor unterwegs war. Ja, und das Stammholz haben wir auch angebracht, bevor es verfault. Und ihr werdet es sehen, ich krieg den Bauern noch so weit, dass er uns für das Heu einen Aufzug einbauen lässt. Oh. Ja, ja, weil umso mehr er schwitzen muss, desto eher kriegen wir unseren Aufzug. Ja, schon, aber wenn du gerade endlich die Tante Liesl schreiben darf, das war halt kurz. Hoffentlich hat sie es nicht anders überlegt. Nein, nein, auf die Liesl ist Verlass.
Ich weiß, wer der Kasper mit euch umspringt. Die freut sich schon, dass sie mir uns auswischen kann. Aha. Dann bin ich aber schon froh. Also eins so gleich, lang mache ich das nicht mehr mit. Der Bauer kommt auch gleich. Wir haben gerade gesehen. Was? Ja, schon? Ah, dann wird's Zeit für unsere Mäusejagd. Ja, das ist die Mäusejagd. Ja, die Mäusejagd. Gut, dass wir alle da sind. Dann ist das eindrucksvoller. Wo ist das ganze Zeitung ausgemacht haben? Kinder schon! Warum? Alles auf seine Plätze! Es geht los! Wir finden euch doch, gell? Jetzt geht es euch an den Kragen. Bussel, hast du eine? Nein, aber das Kronknäpfel habe ich gefunden vom Bauern sein Hemd. Ruhig und nicht so hastig. Ihr verscheucht mir ja die Viecher. Ja, geh zu, Kasper, du bist im Weg. Darf ich mal fragen, was dir da macht? Frag nicht lange, mach die Tür zu. Sonst rennen die Viecher im ganzen Haus rum. Was denn für Viecher? Die weißen Mais, die du gesehen hast. Was? Ja, wir kommen denn die weißen Mais in mein Haus rein? Die haben sofort das Haus zu verlassen. Sag mal, möchtest du uns da zum Narren halten? Musst mir rutschen da zur Gaudi auf die Knie rum. Du hast doch gestern angeschafft, wir sollen schauen, dass die Viecher aus dem Haus kommen. Ich hab doch nie weiße Mais gesehen. Ja. Kannst du dich da nicht mehr erinnern? Ja, Bauer, ja glaubst denn du, dass wir da herin Schwammerl suchen? Ich bin ja schon ganz kreuzlahm. Ja, habt ihr keine weißen Mais gesehen? Also, im Stadel draus schon, aber die waren nur grau. Das kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ich soll euch angeschafft haben. Dass wir die Viecher aus dem Haus schaffen sollen. Aber wenn's dich täuscht hast, dann hören wir halt wieder auf. Vielleicht habe ich mich wirklich täuscht. Also, geh. Das hättest du aber auch früher einfallen lassen können. Ja, glaubst du, wir haben nichts anderes getan, hä? Ja, dann hört's halt auf, ne? Ich geh jetzt in meine Kammer und schick mich um. Der Bürgermeister da ganz komisch schaut, dass man dir Hochzeit. Dann gibt's ihm was zu essen. Ja, also so schnell nicht. Bei mir waren er mit Mäusesuchen so lang beschäftigt. Na gut, wenn die Mäuse fertig sind. Wenn das Essen fertig ist, dann schreit's mir. Also so verdammt, das habe ich dem Papa noch nie gesehen. Sag mal, meinst du, dass ihm das nicht zu viel wird, hä? Ja, wieso denn? Ja, er hat doch uns auch nicht gefragt, ob ihm sein Geplärb uns zu viel wird. Ja. Ich schaue jetzt den Motor vom Meer noch. Der stottert schon wieder so komisch. Ja, und ich schaue noch die Kasspatzen. Er muss ja nicht auch noch hungern. Hm? Also. Du, jetzt krieg ich schon langsam mit der Angst zu tun. Hoffentlich schnappt er uns nicht über. Ein bisschen muss er noch herhalten. Dann darf er sie wieder erholen. Der Brief von der Tante Liesel ist gekommen. Du, klein auf die Wappen. Hast du recht. Du, wenn er aber jetzt Liesel anruft und sagt, er weiß davon nichts, was ist dann? Die Liesel sagt ihm das Gleiche, wie wir gesagt haben. Ihr müsst euch nur richtig freuen über den angeblichen Entschluss. Dann kann er gar nicht mehr zurück. Ja, was glaubst du, wie wir uns freien? Ja, ist denn die Liesel narrisch geworden? Ist denn die besoffen? Ich darf euch in Erholung schicken, ihr müsst Urlaub machen. So, ja, sie hat Zimmer hergekriegt. Ja, was redet denn die für einen Schmarrn? Was schreibt denn die da? Ha? Was? Was, Papa? Was denn? Du schickst uns in Urlaub. Was? Ja, sag einmal, das gibt's doch nicht. Wir bist denn auf den Gedanken gekommen, dass wir Erholung brauchen. Und Zimmer hast du auch noch bestellt. Erholen, Urlaub machen, wo gibt's denn sowas? Geh, Kasper, jetzt tu doch nicht so, als wenn's nichts mehr wissest. Was denn, nichts mehr wissen? Ich hab doch mit der Liesel schon über ein Jahr nicht mehr gesprochen, oder? Kasper, du hast doch vor 10 Tagen mit der Liesel telefoniert und hast gefragt, ob sie nicht ein Zimmer frei hat,
damit die Nanni und die Mari Urlaub machen können. Hä? Was? Das hast du du? Mei, du bist ja mein allergültigster Papi, mein Lieblingsmensch. Ich will doch mir Urlaub machen, wo das man 20 Jahre so werden muss. Habt ihr gehabt, ha? Wir sollen die ganze Arbeit auf dem Hof da machen. Ja, das hast du doch schon überlegt, wie du telefoniert hast. Ich wär wahnsinnig, ich wär verrückt. Ich komm doch niemals auf seinen blöden Gedanken. Ja, so blöd finde ich den Gedanken gar nicht. Und außerdem ist ja die Urschel und ich auch noch da. Hä? Ich habe ja noch so lange Urlaub, bis die zwei wieder zurück sind. Die Urschel macht dann Steuer und die Küche. Und wir drei, der Stefan, du und ich, wir werden mit dem Bisserl heu schon fertig. Oder traust du die Arbeit nicht mehr zu? Was soll ich denn zutrauen? Ich gebe noch 5 Ladungen vor. Na also, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ja. Ich hab mich auch schon so gefreut, dass du so viel Einsicht hast und die zwei in Urlaub schickst. Was? Ja, was? Also, Papa, sag einmal, wie kommst du auf die Idee? Ja, aber die Leute werden sagen, dass du ein ganz moderner Bauer bist, was? Der mit der Zeit geht. Jawohl, werden sagen. Oder dürfen wir jetzt vielleicht nicht fahren, Papa? Ach was, ich bin doch kein Unmensch. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Ich weiß es bloß nicht mehr. Und wann schreibt die Tante Liesel, dass wir kommen dürfen? Wann? Sofort, weil die Zimmer jetzt frei sind. Was, sofort? Ja. Du, sofort geh in mein Haus, pack mir einen Koffer, dass wir heute noch fahren können. Also, du bist doch der Liebste. Der Beste. Der Prächtige. Der Mensch hat den ganzen... Ja, was? Was ist denn mit dem Essen? Ja, das ist alles schon hergerichtet. Die Urschel macht es dann schon. Na, das ist doch was Schönes, wenn man andere leider Freude machen kann, oder nicht? Ja, das schon, aber... Was aber? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Meinst du, dass ich krank bin? Kaspar, du bist kerngesund. Ich bin kerngesund, ja. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich mit der Liesel telefoniert habe. Ich hab doch keinen Bäcker. Kaspar, ich war doch selber dabei, wie du telefoniert hast. Und sogar du hast den Vorschlag gemacht. Ich? Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Du, Bauer? Ja? Ich wollte nur sagen, dass der Motor vom Meer wieder lacht wie ein Klickerl. Ja. Also, für dein Gott. Servus, Stefan. Ja, für die Gott, Klickerl. Stefan. Meinst du, dass wir drei die Arbeit allein schaffen? Wir so drei? Ja, du, der Stefan und ich. Der Stefan fährt ja heim. Was fährt der heim? Was spinnt denn der? Der kann nicht heimfahren. Warum fährt der heim? Der kann uns doch nicht alleine mit der Arbeit da sitzen lassen. Der will doch mit seinem Vater reden, damit sich der mit dir wieder aussöhnt. Stefan, sein Vater, mit mir aussöhnt? Spinnt denn der? Den kenne ich gar nicht. Kaspar. Was? Mit wem bist denn du seit 22 Jahren verfeindet? Ach was, das weißt du selber. Ich habe nur einen einzigen Todfeind. Und das ist der Hauser Alois. Also. Also. Und das ist ein Stefan, sein Vater. Ja. Was? Und das erfahre ich erst jetzt? Na, den schmeiß ich ja sofort raus. Das braucht's nicht mehr, der ist schon fort. Was? Ja, sag mal, meinst du, dass dann wir zwei allein die Arbeit schaffen können? Ja, bestimmt. Du musst halt auch ein bisschen hingelangen. Nicht immer die anderen schuften lassen. Was denn, ich bin doch kein Tyrann, oder? Jetzt nicht mehr. Nee. Die Bauer, was? Die Bäuerin hat gesagt, ich soll dann das Essen auftragen. Ja. Ist er recht, weil dann bringe ich die Kässpatzen. Ja, ich wollte... Kässpatzen. Bring's nur, Urschel. Ja, bring's nur, Urschel. Kässpatzen waren immer schon meine Lieblingsspeise. Ja? Und nach dem Essen... Da fahre ich dann den Koffer von der Mari und von der Nanni zum Bahnhof. Ja. Stimmt jetzt das wirklich? Dürfen die zwei ganz allein in Urlaub fahren? Ja. Nein. Naja, na. Na, sind ja wir drei ganz allein. Ja. Ah, oh,
das gibt eine Gaudi. So, und ich tue vorm Essen noch den Koffer ins Auto rein, ja, damit es ja noch ein bisschen zügiger geht. Ja. Also nachher. Ja. Ja, also. Lieber Gott im Himmel, bitte lass mich nicht deppert werden. Wenn ein Bauer seine Leute während der Ernte in Urlaub schickt, der muss total verblödet sein. Jetzt reicht's mir dann. Alles muss ich selber machen. Und den ganzen Haushalt muss ich mich kümmern. Die Kühe muss ich melken. Den Stall muss ich ausmisten. Die Sei muss ich ihr Futter geben. Die zweibeinigen Rindviecher, für die muss ich auch noch das Essen kochen. Ah, da schon her. Ich war schon immer fleißig bei der Arbeit, he? Ja. Das Heu habe ich jetzt runtergefahren. Gut. Jetzt ist der Bauer dran. Na, meine, hat er bis Mittag was zu tun. Da wird er ganz schön in Schwitzen kommen, glaube ich. Leicht sein. Du weißt was da. Da richte ich ihm dann eine reichhaltige Brotzeit her. Das tust du, ich bin ein Braver. Was gibt's denn? Was gibt's? Ja? Tja, ein Magerkäse und eine Scheibe Brot. Feudal ist das gerade nicht. Und zum Trinken? Zum Trinken? Da gibt's Bier und eine Milch, weil das ist gesund. Miteinander? Ich meine, ich darf's gleich einen Weg zum Häusl freimachen. Dass ich's nicht vergiss, wenn der Stefan kommt, so wie wir's ausgemacht haben, dann sag's mir's, dann möchte ich dabei sein. Du kommt ja heute wirklich zum Vorstehen als Hochzeiter. Ja. Das wäre doch das letzte Stückel, das der Bauer schlucken muss, bevor die Mari und die Nanni wieder zurückkommen. Ja, der Moni wird er dann ganz aus dem Gewand springen. Dann platzt seine Feindschaft mit dem Hauser, als würde er Seifenblasen. Jetzt riecht er ihm schnell die Brotzeit her, gell, dass er mir nicht verhungert. Die reichhaltige. Das Heu fahre ich nach der Brotzeit rein, gell. Sag mal, ist schon alles herin oder fahrst du nur mal hinaus? Nein, ich muss schon noch mal fahren. Was? Mindestens noch mal so eine Fuhr. Oh, wird denn das Heu überhaupt nicht weniger, hä? Sei froh, dass du so viel hast. Oh, ich spür mein Kreuz schon bald nicht mehr. Ui, 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 ui. Oh. So, Bauer. Ja. Jetzt schau her. Ja, jetzt du noch richtig dich satt ist. Ja. Geil. Was soll denn das sein? Ein Magerkäse. Ja, so schaut er auch aus. Den darfst du mal ein bisschen herfuttern, dass er dicker wird. Ja. Aber gesund. Wer sagt denn das? Die Urschel, unsere Reserveköchin. Ja. Hey, ich weiß, ich kenne mich nicht mehr aus. Du sag mir, weißt du, wo mein Zahnbürstel ist? Das finde ich seit ein paar Tagen nicht mehr. Ja, aber natürlich. Ja, Bauer, das liegt doch in deiner Kammer hinten bei die Blumentöpfe. Was steht denn mit Zahnbürstel bei die Blumentöpfe? Ja, das weiß doch ich nicht. Vielleicht wolltest du mit Blumenwasser gurgeln. Ach, bloß. Bei uns geht alles drunter und drüber. Mhm. Meine Taschenuhr, die finde ich seit 8 Tagen nicht mehr. Ja, warum fragst du mich denn das nicht gleich? Warum? Das hätte der gleich sagen können, wo die ist. Ja, wo ist denn? Ja, im Kuhstall draußen hängt's. Meine Taschenuhr? Ja, ich hab ja mich auch schon gewundert, warum du die im Kuhstall aushängst. Die Kühe können doch gar keine Uhr nicht lesen. Die wissen auch so, wann's Zeit ist zum Fressen. Irgendwas stimmt nimmer bei mir. Das wird jetzt langsam bedenklich, wenn du dich an die einfachsten Sachen nimmer erinnern kannst. Ja. Heute früh habe ich mit einem Doktor telefoniert. Der soll mal herkommen und soll mich untersuchen, dass ich weiß, was mit mir los ist. Wenn er kommt, sagt er, ich mich beim Heu einfahren. Ist schon recht. Gell? Ach, Bauer! Was?
soll dir deine Brotzeit einpacken? Ja, lass mal, meine Frau. Was wollt ihr? Was gibt's denn heute Mittag zum Essen? Ganz was Gutes. Ja? Sauerkraut mit Gnädel. Schon wieder? Kannst du denn mal Gnädel mit Sauerkraut machen? Das war was anderes. Ja. Also, ich mein allerweil, am Bauern schmeckt mein Brotzeit nicht. Er ist halt ein bisschen verwöhnt. Aber er ist schon genügsamer geworden. Hm? Ja. Ja, also, ab und zu, da muckt er nur ein bisschen auf. Aber das sind die letzten Zuckungen. Ja. Ja, herein. Grüß euch Gott. Ja, der Stefan. Ist der Bauer nicht da? Nein, der ist beim Heu abladen. Nein. Mhm. Ja, seit wann arbeiten die einmal was? Seitdem er Strohmittel ist, bleibt ihm gar nichts anderes über. Ich wollte mit ihm reden, so wie wir es ausgemacht haben. Oder habt ihr es euch anders überlegt? Nein, das bleibt schon dabei. Und du meinst wirklich, dass er das so einfach schluckt? Der hat sich an Schlucken schon gewöhnt. Aber ich mein, dass du jetzt noch ein bisschen zu früh da bist. Ach so. Er hat einen Doktor bestellt. Mhm. Was? Ist er krank? Na, woher? Er meint, dass er einen Knopf im Hirn hat, weil er sich an so vieles nicht mehr erinnern kann. Darum ist es besser, wenn du ihm unser Stickerl erst nachher aufspülst. Ja, ist schon recht. Wann kommt denn den auch nicht zurück? Heute kommen sie alle zwei zurück. Gott sei Dank. Ja, das sag ich auch. 14 Tage Abstinenzleben. Das hätte ich nicht mehr lange ausgehalten. Du kannst das dann alles nachholen. Sogar mit dem Segen vom Bauern. Ja. Und das ist das, wo ich immer noch nicht glaub, dass uns der seinen Segen gibt. Der schmeißt uns höchstens den Segen nur noch. Du kennst unseren Bauern nicht mehr. Der ist zahmworm wie ein Lamperl. Ja, hoffentlich. Na, ich geh zum Unterwirten über. Und du gibst mir dann ein Zeichen mit einem Tierchen, dass ich weiß, wann ich kommen kann. Ja, ich wink dir dann beim Fenster. Ja, gell? Genau. Du machst ein bisschen eine gute Brotzeit. Eine gute? Ja. Aha. Was ist denn das? Ein Magerkäse. Armseliger geht's wohl nicht mehr bei euch, he? Naja, ich geh jetzt trotzdem zum Wirt und trink mir einen Mut an. Ja, halt aber zurück, gell? Am besoffenen Hochzeit vertragt der Kaspar bestimmt nicht. Nur keine Angst, ich halt mich schon zurück, sonst läuft nichts runter. Also, pfiat euch. Pfiat dich. Halt, Stefan! Ja? Geh mit mir durch Küchenhaus, sonst laufst du nämlich am Bauern direkt in den Tent. Das brauchen wir nicht, gell? Aha, das nächste Stückerl. Na? Na? Was? Geht's dir jetzt besser? Irgendwas stimmt nicht mehr bei mir da drum. Ja, mit dem Alter, da lässt halt das Gedächtnis ein bisschen noch. Hä? Vielleicht hast du auch Durchblutungsstörungen im Hirn. Ja. Ist das gefährlich? Unter Umständen schon. Ja. Besonders, wenn du deinen Zorn immer an andere auslässt oder in die reinfrisst. Da steigt dann der Blutdruck auf. Ja. Und schon hast du das schönste Schlagerl. Aber. Aber ich hab gesagt, der Herr noch Tabletten. Ja. Die nimmst dann schön ein, dann wird schon besser werden. Und wenn immer noch Gedächtnislücken auftreten, dann musst du zum Psychiater. Was? Zum Klapsdoktor? Um Gottes Willen. Ja, lieber kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Die Tabletten werden schon helfen. Aber du musst auch mithelfen. Ja, wir denn? Ja, ganz einfach. Nicht wie an jeden Dreck herumblären. Die Familie nicht immer anschnauzen. Ruhig bleiben, schön ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja, und nicht blären, dass man dich gleich ins ganze Dorf hört. Na, wenn man mich aber immer ärgert. Ach, kein Mensch ärgert dich. Sei froh, dass du eine tüchtige Frau und Tochter hast. Ja. Mir hat sowieso schon gewundert, dass die nicht schon lange ausgewandert sind. Mei, was soll ich denn hier machen? Mein Alter ist so schlecht auf die Füße. Aber man wird dann noch was sagen dürfen, oder? Ja, sagen schon. Aber in einem anderen Ton. Also wenn ich diesbezüglich wieder was her, ja, dann kommst du in eine Klapsmühle. Mach ganz mal. Wenn du wieder aufführst, als wäre ein größenwahnsinniger Terran, ja, dann bleibt da gar nichts anderes über. Dann nützt dir dann dein ganz Blären nichts mehr. Na, um Gottes Willen. Ich bin ja schon froh, wenn die meinigen aus dem Urlaub wieder zurückkommen. Na, also. Ja. Dann ist ja alles recht. Alles recht. Weil sonst? Was? Sie ist schwarz für dich.
Mag halt, Mann. Ja, du schön ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja. Und schön deine Tabletten dann einnehmen, gell? Tabletten nehmen. Was machst du denn da? Die siehst doch, fliehen gefangen. Wir reden doch ganz schön Mann mehr. Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Wir haben doch keine Fliegen im Haus, hör doch auf. Bist du doch sicher, Bauer? Na, natürlich, wir haben. Lass doch die lieben Fliegen fliegen. Ja. Du bist ja schon gewohnt vom Stall und mich stören's nicht. Die Fliegen. Aber Bauer. Was? Bauer, jetzt sind überhaupt gar keine Fliegen mehr da. Nee? Sind alle schon weg. Da siehst du es einmal, was die für einen Prospekt vor mir haben. Das kann sich ein Schmarrn. Aber natürlich. Ach, da hast ja du überhaupt keine Ahnung von einer Haustierhaltung. Na ja, red mal ganz ruhig bleiben, Kasper. Ganz ruhig bleiben, Kasper. Wenn ich an die Klapsmühle denke, oh Gott, das mein, da brauche ich einen Schnaps. Jawohl. Hoppla, einen Schnaps brauche ich doch. So, da. Ja. Heute habe ich wieder meinen ruhigsten Tag. Oh, doppelt genäht hält besser. Rein. Grüß Gott, Bauer. Was? Hoffentlich störe dich nicht. Ah, der Herr Sohn von meinem Todfeind, so. Bist wieder da? Ha? Ruhig bleiben kann. Freilich bin ich da. Ich halte dich nicht lang auf. Ich wollte dich nur fragen, ob dir in 3 Wochen mein Hochzeitstermin recht wäre. Was geht denn mit deinem Hochzeitstermin an? Hast du so eine Blöde gefunden, die dich mag, hä? Freilich habe ich eine gefunden und jetzt dreht sie sich halt nur noch um den Termin. Termin? Ha? Ich möchte wissen, was für eine Blöde in deine Rasse hineinheiraten würde. Deine Tochter, die Nanni. Was? Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Möcht mich jetzt in Narren halten, hä? Ich werde doch meinen Schwiegerpapa nicht was? In Narren halten. Schwiegerpapa? Ja. Ich ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Du weißt ganz genau, dass wir in Feindschaft leben miteinander, gell? Gelebt haben, das ist schon lang vorbei. Was? Ja? Moment. Hans! Hans! Jetzt geht gleich, komm her. Was gibt's denn, was bläst du so? Ah, der Stefan, grüß dich. Grüß dich, Gott. Was Zeit lang nach deiner Nanni, ja. He? Was ist denn los, was bläst denn so? Der möchte mich für blöd verkaufen. Wir haben keine Feindschaft mehr mit dem Hauser und er möchte meine Tochter Nanni heiraten. Ja und, das hat doch seine Richtigkeit. Was? Ja, bitte. Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Darf ich vielleicht jetzt endlich wissen, was hier im Hause gespielt wird? Hä? Also Bauer, wenn du das vielleicht vergessen hast, ich erkläre dir das gern. Ja? Vor ungefähr 3 Wochen war ich da mit meinem Vater. Und ich habe um die Hand von deiner Tochter angehalten. Und ich habe euch nicht sofort hinausgeschmissen? Ach, woher? Ganz im Gegenteil. Was? Mit meinem Vater hast du die alte Feindschaft für ewig begraben. Ja, und den Verspruch habt ihr doch hier per Handschlag besiegelt. Ja, das gibt's doch nicht. Doch, Kasper. Ha? Die Mari, die Nanni und ich, wir waren ja auch dabei. Wir haben uns riesig gefreut, ja, dass du so viel Einsicht hast und nur das Beste für deine Tochter willst. Ha? Die Nanni ist da gleich mal in den Hals gesprungen, mhm, und hat dich abbusselt. Und Stefan hat ganz neidig zugeschaut und die Mari hat fast gewarnt vor lauter Freude. Die Nanni, meine Tochter, hat mich abgebusselt. Ja. Das ist ja noch nie passiert. Ja. Und meine Alte, meine Frau, hat mich auch abgebusselt. Freilich. Ja, pfui Teufel. Ja, und du hast die Nanni auch abgebusselt, dass du eine Freude hast gehabt. Ich? Ja.
Um Gottes Willen. Und am Heimweg hat mein Vater zu mir gesagt, Sieg Stefan, hat er gesagt, der Schnatterbeck ist ein ganz gefühliger Mann. Ja. Das ist der beste Schwiegervater, den du dir wünschen kannst. Das hat er gesagt? Hat er gesagt. Und dann hat er noch gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute immer zusammenreden. Er ist doch nicht so ein ungehobelter Büffel. So ein Geschramaler der Gläufe. Oh. Und so ein giftiger Haustraucher, wie die Leute bereden, hat er gesagt. Und was für ein Bauer schickt ihn seine eigenen Leute in Urlaub, während der Ernte. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Und recht gehabt hat er. Ja. Ich möchte wissen, was die Leute haben, ne? Ich bin ja schließlich gar kein ein Unmensch, ne? Ja, na, dann war ja die ganze Feindschaft mit deinem Vater umsonst. Und freilich war es umsonst. Und darum hat er auch nichts mehr gesagt zu dir, weil er gemeint hat, er ist im Unrecht. Er wollte dich nicht unnötig reizen. Aha. Und das mit dem Verspruch, das hast du halt vergessen. Vergessen? Psychiater. Ja. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Ja. Freilich, ja. Ich bin bloß momentan entfallen. Ja. Und wann soll noch die Hochzeit sein? Ja, in 3 Wochen haben wir den. Da muss aber meine Tochter Nani und meine Alte auch einverstanden sein, gell? Schau, die sind doch einverstanden. Ja? Ich hab nämlich telefoniert mit ihnen. Telefoniert? Ja, ja. Die haben einen Freudenschrei ausgestoßen, dass man bald einen Telefonhörer zerrissen hätte. Ein Telefonhörer hat zerrissen. Hoffentlich vergieße ich die Hochzeit nicht. Schaust halt an die Kirchentafel hin. Auf die Kirchentafel. Da dann unser Aufgebot. Denn yes, das hab ich gesagt, ich verreine. Ja. Yes, das hab ich gesagt. Das ist ja nicht. Jetzt freut mich direkt die ganze Arbeit wieder. Na also. Was soll ich denn tun? Heu abladen, das mache ich. In einer Stunde bringe ich dann nochmal hervor. Da ist das nicht schön, das freut mich. Sagst du deine Grüße an den Papa und deine Mama. Ja. Sie sollen nicht vergessen, mich einzuladen zur Hochzeit. Sonst vergieße ich es auch wieder. Jetzt geht es um Heiraten. Also jetzt brauche ich einen Schnaps. Ja. Ich glaube, ich träume. Mein Gott, haben mir die Knie zittert. Da schon her. Trink, dass du wieder aufwachst. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Aber deine Idee, du, die war fantastisch. Wenn wir das jemand erzählen, der hält uns für stocknerisch. Naja, so schlimm war das auch nicht. Und da braucht man gar keinen Doktor nicht sein. Da kommt ein ganz einfacher psychologischer Trick. Verstehst du? Also nachher. Also ich glaube, unser Bauer spinnt. Der ist total narrisch geworden. Stellt euch vor, der pfeift. Der pfeift ein Liedl. Ja, früher hat doch der nur durch Finger pfiffen. Ja, was pfeift er denn für ein Liedl? Du bist verrückt, mein Kind, du bist nach Berlin. Wurscht, da hat er den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Ja. In 3 Wochen, Urschel, da haben wir eine Hochzeit. Ja? Wer nimmt denn die? Wer redet denn von mir? Ach so? Nein, der Stefan heiraten. Ehrlich? Hat der Bauer dies wirklich geschluckt? Nicht bloß geschluckt. Er hält sich für den nettesten und für den bravsten und für den vollkommensten Menschen. Er? Ja. Dann ne? Da brauche ich einen Schnaps. Er ist dann nett? Das muss ich meine Kier erzählen. Die klammert das nieder. Jesus, ich muss ja das heim einfahren und in einer Viertelstunde soll ich die 2 vom Bahnhof abholen. Was mach ich denn jetzt? Du weißt was? Fahr du zum Bahnhof und bring mir meine Nanni. Das heu fahr ich für dich rein. Ach, das ist schön für dich. Ich danke dir recht schön, gell? Ich muss doch dir danken. Ja.
Irgendwas stimmt mit mir nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ich bin damisch. Ich hab einen Vogel. Ich sehe Sachen, die gar nicht da sind. Ich schaffe Sachen an, die ich nie angeschafft habe. Um Gottes Willen, hoffentlich bleibt es nicht bei mir. Ich wäre noch wahnsinnig. Ja, herein. Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie hier? Herr Kasper Schnetterbeck. Ich bin der Kasper Schnetterbeck. Das sag ich doch. Und wer sind Sie? Ich bin Dr. Kropfschneider. Ich bin Psychiater. Yes, ist der Klaps, Doktor. Ihr Bruder hat mir erzählt, dass Sie immer Sachen anschaffen, von denen Sie nachher nichts mehr wissen. Stimmt das? Ja. Ja, ich. Das stimmt. Ich weiß die gar nicht sehen, die gar nicht lesen. Dann schaff ich Sachen an, die wir halt nicht angeschafft haben. Ja. Ich glaube, bei Ihnen stimmt irgendwas nicht. Ja, das weiß ich selber, da brauche ich keinen Doktor. Jetzt beruhigen Sie sich, Herr Schnetterbeck. Schnetterbeck. Ja, und setzen Sie sich mal ganz ruhig in den Stuhl. Ganz ruhig in den Stuhl. Wir werden zuerst einmal die Reflexe testen. Ich muss immer testen. Die Reflexe. Ja. Schlagen Sie doch mal bitte ein Bein über das andere. So. Reflexe sind da. Ja, klar, die sind nicht da. Du hast recht. Und jetzt blasen Sie mal hier rein. Ja. Reinblasen? Ja. Ja. Da haben wir schon. Einmal frei, Überdruck. Nehmen Sie bitte Platz. Schauen Sie, dass Sie die Steine aufeinander bringen. Aufeinander. Die Steine aufeinander. Auf alle Fälle werde ich Ihnen eine gute Medizin aufschreiben. Ja, sind Sie gut. In einem Monat ist alles vorbei. Was? Nur einen ganzen Monat bin ich damisch. Ich schreibe Ihnen auf alle Fälle einmal Strizilizipin auf. Ja, was schreibe ich mir auf? Strizilizipin. Strizilizipin. Ja, das ist nur ein medizinischer Fachausdruck. Aha. Und heißt so viel wie Desoxyribonukleerin. Aha. Das zweite wäre mir lieber, ja. Ja. So, Herr Schnatterbeck. Hier haben Sie Ihr Rezept und fleißig einnehmen. Einnehmen. Sie müssen nämlich wissen, Herr Schnatterbeck. Schnatterbeck. Ich war genau einmal so krank wie Sie. Ja. Aber seit ich Strizilizipin nehme, geht es mir wieder gut. Ja, das sehe ich. Und nachher. Sieh, Herr Strizipizilin. Und das Zucken vergeht es wieder. Hm? Das bleibt. Was? Auf Wiedersehen, Herr Beckerstadt. Was lag er denn? Leute. Das ist eine Gute. Oh.
Gott, sind die Leute so. Oh! Jetzt kommen meine Leute. Ja, ja. Du, ist alles gut gegangen. Ja, alles gut gegangen, Schwiegermama. In 3 Wochen ist Hochzeit. Nani, ja. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Aber die Feindschaft ist begraben. Aha. Und wen haben wir das zu verdanken? Ja, mir! Gar nicht von mir! Oh, Papa, was? Dankeschön. Ja, getroffen. Oh, Bayern! Oh. Mei, bin ich froh, dass du wieder daheim bist. Ja, ich hab ja so viel arbeiten müssen. Ja. Und dein Mann, den hast du ganz schön verwöhnt, mein Lieber. Was? Rick hat ein Blödsinn, gell? Du, gell? Was? Wenn du meinst, weil deine Bäuerin jetzt wieder daheim bist, jetzt kannst du mich schikanieren. Da hast du aber brennt. Hm? Jawohl. Ich geh nämlich zum Stefan und zu der Nanni im Dienst, wenn du mich ärgerst. Okay. Ja? Und dann kannst du ärgern, wen du magst. Du Tyrann, du Haustyrann. Mein Ruhe, lass mal. Na, Alter, geht's dir jetzt besser? Ja, das sitzt ja. Ja, was zuckst denn so? Das hab ich vom Doktor. Was? In einem Monat bin ich wieder gesund, hat er gesagt. Und das Zucker? Das bleibt. Macht nichts. Strafe muss sein, gell? Oha, oha. Ja, ja, ich weiß schon. Lieber Gott, 30 Jahre habe ich meine Frau gerne. Aber wenn du sie lieber hast, dein Wille geschehe. Lachen macht das Leben schön, drum lachen wir so gern. Lach mit uns und du wirst sehen, dann sind die Sorgen fern. Lachen macht das Leben schön, jetzt ist gleich so weit. Herzlich willkommen zu Theaterstar. Du gehst jetzt in den Hof raus und darfst den Wagen in die Remisen fahren, gell? Und dann glaubst du, die Heik hab ich zusammen, die da so mal anflacken. Ja, aber das hat... Nichts, aber tu, was ich da geschafft hab. Ja, ich bin ja schon fort. Ja, hoffentlich. Na? Was? Kasper, ist mit der Walli alles gut gegangen? Ja, kümmer doch du dich nicht drum. Was ich in die Hand nehme, das klappt immer. Bei mir hat alles Hand und Fuß. Was ist mit der Brotzeit? Also, was? Jetzt hörst du aber auf. Du, in einer Stunde gibt's Mittagessen. Du kannst doch jetzt nicht mehr Brotzeit machen. Es ist nicht zum Glauben. Ich darf mich abschicken von der Früh bis auf die Nacht. Und da können wir schmal ans Tische gehen. Wann gibt's noch was essen? Oder was gibt's denn zum Mittagessen? Rohrnudel mit Vanillesauce. Wie du gesagt hast. Schmalznudeln, hab ich gesagt. Du hast ausdrücklich gesagt, Rohrnudeln. Schmalznudeln, habe ich gesagt, ohne Rohr. Du weißt doch, was ich gesagt habe. Also, ich kann doch jetzt in dieser kurzen Zeit keine kann ich Schmalznudeln mehr machen. Du hast doch sonst auch so gern Rohrnudeln gegessen. Heute will ich Schmalznudeln. Aber ich weiß schon, ihr geht so, was ihr wollt. Um mich kümmert sich ja keiner, ne? Aber mit mir nicht. Ich sag eh gleich. Ich geh zum Wirt hinüber. Da können wir raussuchen, was mir passt. Mahlzeit. Mahlzeit. Du holst den Backen. Jetzt siehst du es selber. Denk dir nichts, Mari. Irgendwas müssen wir machen, dass den Querschädel sein Schikanieren selber trifft. Du kennst doch deinen Bruder. Eben. Weilenkind. Da wird mir schon was einfallen. Aua! Wo ist er denn? Bayern, also wir brauchen jetzt unbedingt einen Fechtdoktor für die Walli. Ja, ich kann mir nicht mehr helfen. Und wenn jetzt nicht bald der Fechtdoktor kommt, dann geht uns die Walli ein. Und dann geht das Geplärm vom Bauern wieder los. So eh den Tierarzt drin, Mari.
Ja, wenn's aber dem Papa nicht recht ist. Das macht nichts. Dann zahle ich die Rechnung. Aber die Quittung präsentiere ich dann meinen Herrn Brüderlein schon. Und der traut sich was. Du, Mama, das Essen war jetzt soweit. Mir ist Appetit vergangen. Ist verloren. Ja, was war denn schon wieder los? Stell dir vor, jetzt will ich Schmalznudeln, keine Rohrnudel. Ja, und jetzt ist er ins Wirtshaus rüber. Na, ja. Okay, das schaut ja gerade so aus, als wenn er daheim nichts kriegt. Mir ist der Morgen, Papa. Ich hab dir gesagt, dass du hinsetzen sollst, ha? Du wirst es da warten können. Entschuldige, Bauer. Setzen. Na, Papa. Was denn? Sitzt du gut in deinem neuen Lehnstuhl? Ja, danke, danke, ja. Bin ein Anstand, kann dir nicht schaden, gell? Wo ist denn die Ursel? Die ist im Stall draußen. Bei unserer Kuh, bei der Walli. Die wird doch bald kälbern. Was? Ja, die hätte doch gestern schon kälbern sollen. Was tritschelt denn das blöde Vieh so lang rum? Das ist genauso langweilig wie ihr da. Mein Papa, alles braucht halt seine Zeit. Hab ich dich was gefragt? Ich meine ja bloß. Du hast nichts zu meinen. Jetzt ist ein Brief ist gekommen. Ich glaube vom Bürgermeister. Was? Ein Brief? Das erfahre ich erst jetzt. Wo ist denn der Brief? Ich hol ihn ja schon. Also, ist das Grünfutter schon herin, hm? Aber ich hab sie erst gemäht, ich fass noch schon rein. Ein bisschen, ein Trichel nicht so lang rum. Und schau, dass es reinkommt. So, da ist der Brief. Ja. Ja, ach, da ist schon wieder eine Gemeinderatssitzung, als wenn ich nichts anderes zum Tun hätte. Ja. Papa. Soll ich deinen Zoll von gestern abladen? Na, sag einmal, ist das immer noch nicht abgeladen? Ja, Bauer, du bist gut. Das war doch gestern schon stockfinster, wir haben gar nichts mehr gesehen. Haben wir kein Licht im Stadel, hä? Ja, ich weiß schon. Ihr zwei habt die Arbeit nicht erfunden. Soll ich vielleicht das Heu abladen, hä? Das könnte auch nicht schaden. Dann ist so schnappig sein, gell, das mag ich nicht. Zigarren? Ja, sofort, Bauer. Ja. Wo ist meine Zeitung? Oder sollen wir die auch selber holen? Hm? Da ist die Zeitung. Ja. Wenn du mit dem Kaffee fertig seid, geht's abbrennen, gell? Aufstehen. Wenn jemand nach mir fragt, ich bin in der Gemeinde. Beim Bürgermeister. So, Bäuerin, lang mache ich das fein immer mit, gell? Da kommt man sich ja vor wie ein Depp. Ich verstehe das nicht, Mama, wie du das alles gefallen lassen kannst. Früher war er nicht so. Der ist erst so. Da keine Fliegen im Haus, hör doch auf. Bist du da sicher, Bauer? Natürlich, wir haben. Lass doch die lieben Fliegerln fliegen. Ja. Du bist ja schon gewohnt vom Stall und mich stören's nicht, die Fliegen. Fliegen. Aber Bauer, was? Bauer, jetzt sind überhaupt gar keine Fliegen mehr da. Nee. Sind alle schon weg. Da siehst du es einmal, was die für einen Prospekt vor mir haben. Ich kann sich einen Schmarrn. Aber natürlich. Ach, da hast ja du überhaupt keine Ahnung von einer Haustierhaltung. Na ja, red mal, ruhig bleiben kannst du. Wenn ich an die Klapsmühle denke, oh Gott, das mein, da brauche ich einen Schnaps. Jawohl, hoppla, einen Schnaps brauche ich doch. So, da, da. Ja. Heute habe ich wieder meinen ruhigsten Tag. Oh, doppelt genäht hält besser. Herein! Oh. Grüß Gott, Bauer. Was?
Hoffentlich störe dich nicht. Ah, der Herr Sohn von meinem Todfeind, so? Bist wieder da? Ha? Ruhig bleiben kann. Freilich bin ich da. Ich halte dich nicht lang auf. Ich wollte dich nur fragen, ob dir in 3 Wochen mein Hochzeitstermin recht wäre. Was geht denn mich dein Hochzeitstermin an? Hast du so blöd gefunden, die mag, hä? Freilich habe ich einen gefunden und jetzt dreht sie sich halt nur noch um den Termin. Termin? Ha? Ich möchte wissen, was für eine Blöde in deine Rasse hineinheiraten würde. Deine Tochter, die Nanni. Meine, was? Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Möchtest du mich jetzt im Narren halten, hä? Ich werde doch meinen Schwiegerpapa nicht im Narren halten. Schwiegerpapa? Ja. Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Du weißt ganz genau, dass wir in Feindschaft leben miteinander, gell? Gelebt haben. Das ist schon lang vorbei. Was? Ja? Moment. Hans! Hans! Jetzt geht gleich, komm her. Du, was gibt's denn, was bläst da so? Ah, der Stefan, grüß dich. Grüß dich, Gott. Was Zeit lang nach deiner Nanni, hä? Ja. Was ist denn los, was bläst denn so? Der, ja? Der da, der möchte mich für blöd verkaufen. Wir haben keine Feindschaft mehr mit dem Hauser und er möchte meine Tochter Nanni heiraten. Ja und, das hat doch seine Richtigkeit. Was? Ja, bitte. Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Darf ich vielleicht jetzt endlich wissen, was hier im Hause gespielt wird? Der Kaffee. So. Na, jetzt lasst es euch schmecken. Danke, Bärin. Ja, bitte. Vorläufig haben wir unsere Ruhe. Ja. Guten Morgen. Morgen. Wo ist denn der Bauer? Hat es geklappt mit dem Zauberstickel? Freilich, Urschel. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Der Papa ist gerannt wie von einem Webs gestochen. Und wenn er kommt, vom Mittagessen war nie die Rede. Ja. Und es war nicht Eifi, sondern Zimi. Mhm. Was ist denn da los? Mich beißt von einem Affe, hä? Papa, was denn? Du machst nicht frühstücken. Was? Papa, wo kommst du denn jetzt her? Was? Warum bist denn du so grün? Du bist ja ganz außer Atem. Was? Ja. Du Bauer. Was denn? Sag einmal, wo hast du deine Pantoffel? Ui. Ich muss sie gerade verloren haben, ja. Und auf der Gemeinde war zu, obwohl es doch Eifi ist, ne? Ja, du, was tust denn du in der Früh um 7 auf der Gemeinde, wenn du für Eifi bestellst? Ich bin doch nicht 7, es ist doch. Ja, Herrschaft, das war doch Eifi! Du hast doch selber gesagt, in einer Stunde gibt's Mittagessen! Was, ich? Ja! Also, da musst du täuschen, Papa, gewiss. Was? Ja. Na, Herrgott, ich könnte schwören, dass Eifi war. Na, nur keinen Meineid, Bauer. Ach, Blödsinn, ich bin doch nicht mondsüchtig. Ja, gewiss nicht, Bauer, denn um diese Zeit scheint gar kein Mond mehr. Also, Papa. Was denn? Komm, das hast du halt vergessen. Das kann doch einmal vorkommen, das macht doch. Aber was heißt denn vergessen? Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Bestimmt nicht, weil so schnell wie du gerannt bist, können die Leute gar nicht schauen. Also, ich bin fertig. Ich gehe an meine Arbeit, die du gestern geschafft hast. Was? Und ich gehe auch wieder in den Stall aus, gell? Ja. Was denn? Bauer? Ja, was möchtest du? Bauer, soll ich unterwegs vielleicht deine Pantöffelchen suchen? Ich geb Dame schworen. Ja, darf doch niemand wissen, dass die mir gehören. Ja, und ich helfe Stefan. Hm? Ich schaffe mir gar nichts, wie ein bisschen an die Luft kommt. Und Kaspar, Hängt dir nichts. Hängt dir nichts? Ah, jeder kann sich ja mal irren, gell? Jesus, ich muss ja die Wäsche aufhängen. Ja, Wäsche aufhängen. Gottes Willen. Ich werde doch nicht krank sein. Sonst geht alles drunter und drüber. Mhm. Meine Taschenuhr, die finde ich seit 8 Tagen nicht mehr. Ja, warum fragst du mich denn das nicht gleich? Warum? Das hätte der gleich sagen können, wo die ist. Ja, wo ist denn? Ja, im Kuhstall draußen hängt's.
Meine Taschenuhr. Ja, ich hab ja mich auch schon gewundert, warum du die in Kuhstallen aushängst. Die Kühe können doch gar keine Uhr nicht lesen. Die wissen auch so, wann's Zeit ist zum Fressen. Irgendwas stimmt nimmer bei mir. Das wird jetzt langsam bedenklich, wenn du dich an die einfachsten Sachen nimmer erinnern kannst. Ja. Mhm. Heute früh habe ich mit einem Doktor telefoniert. Der soll mal herkommen und soll mich untersuchen, dass ich weiß, was mit mir los ist. Wenn er kommt, sagt ich mir beim Heu einfahren. Ist schon recht. Gell? Ach, Bauer! Was? Soll ich dir deine Brotzeit einpacken? Ja, lass mal meine. Was wollt ihr? Was gibt's denn heute Mittag zum Essen? Ganz was Gutes. Ja? Sauerkraut mit Gnädel. Schon wieder? Kannst du denn mal Gnädel mit Sauerkraut machen? Das war was anderes. Ja. Also, ich mein allerweil, am Bauern schmeckt mein Brotzeit nicht. Er ist halt ein bisschen verwöhnt. Aber er ist schon genügsamer geworden. Hm? Ja. Ja, also, ab und zu, da muckt er nur ein bisschen auf. Aber das sind die letzten Zuckungen. Ja. Ja, herein. Grüß euch Gott. Ja, der Stefan. Ist der Bauer nicht da? Nein, der ist beim Heu abladen. Nein. Mhm. Ja, seit wann arbeiten die einmal was? Seitdem er Strohmittel ist, bleibt ihm gar nichts anderes über. Ich wollte mit ihm reden, so wie wir es ausgemacht haben. Oder habt ihr es euch anders überlegt? Nein, das bleibt schon dabei. Und du meinst wirklich, dass er das so einfach schluckt? Der hat sich an Schlucken schon gewöhnt. Aber ich meine, dass du jetzt noch ein bisschen zu früh da bist. Ach so. Er hat einen Doktor bestellt. Mhm. Was? Ist er krank? Na, woher? Er meint, dass er einen Knopf im Hirn hat, weil er sich an so vieles nicht mehr erinnern kann. Darum ist es besser, wenn du ihm unser Stickerl erst nachher aufspülst. Ja, ist schon recht. Wann kommt denn den auch nicht zurück? Heute kommen sie alle zwei zurück. Gott sei Dank. Ja, das sag ich auch. 14 Tage Abstinenzleben. Das hätte ich nicht mehr lang ausgehalten. Du kannst das dann alles nachholen. Sogar mit dem Segen vom Bauern. Ja. Und das ist das, wo ich immer noch nicht glaube, dass uns der seinen Segen gibt. Der schmeißt uns höchstens den Segen nur noch. Du kennst unseren Bauern nicht mehr. Der ist zahmworm wie ein Lamperl. Ja, hoffentlich. Na, ich geh zum Unterwirten über. Und du gibst mir dann ein Zeichen mit einem Tierchen, dass ich weiß, wann ich kommen kann. Ja, ich wink dir. 20 Jahren verfeindet. Ach was, das weißt du selber. Ich habe nur einen einzigen Todfeind. Und das ist der Hauser Alois. Also. Und das ist ein Stefan, sein Vater. Ja. Was? Und das erfahre ich erst jetzt? Na, den schmeiß ich ja sofort raus. Das braucht's nicht mehr, der ist schon fort. Was? Ja, sag mal, meinst du, dass dann wir zwei allein die Arbeit schaffen können? Ja, bestimmt. Du musst halt auch ein bisschen hingelangen. Nicht immer die anderen schuften lassen. Was denn? Ich bin doch kein Tyrann, oder? Jetzt nimmer. Nee. Die Bauer? Was? Die Bäuerin hat gesagt, ich soll dann das Essen auftragen. Ja. Ist er recht, weil dann bring ich die Kässpatzen. Ja, ich wollte. Kässpatzen. Bring's nur, Urschel. Ja, bring's nur, Urschel. Kässpatzen waren immer schon meine Lieblingsspeise. Ja? Und nach dem Essen? Da fahre ich dann den Koffer von der Mari und von der Nanni zum Bahnhof. Ja. Stimmt jetzt das wirklich? Dürfen die zwei ganz allein in Urlaub fahren? Ja. Nein. Naja, na. Na, sind ja wir drei ganz allein. Ja. Ach, das gibt eine Gaudi. So. Und ich tue vorm Essen noch den Koffer ins Auto rein, ja, damit es ja noch ein bisschen zügiger geht. Ja. Ja. Also nachher. Ja. Ja. Also. Lieber Gott im Himmel, bitte lass mich nicht deppert werden. Wenn ein Bauer seine Leute während der Ernte in Urlaub schickt, der muss total verblödet sein! Jetzt reicht's mir dann! Alles muss ich selber machen!
den ganzen Haushalt muss ich mich kümmern. Die Kühe muss ich melken. Den Stall muss ich ausmisten. Die Sei muss ich auf Futter geben. Die zweibeinigen Rindviecher, für die muss ich auch noch das Essen kochen. Ah, da schon her. Ich war schon immer fleißig bei der Arbeit, he? Ja. Das Heu habe ich jetzt runtergefahren. Gut. Jetzt ist der Bauer dran. Na, meine, hat er bis Mittag was zu tun. Da wird er ganz schön in Schwitzen kommen, glaube ich. Das leicht sein. Du weißt was da. Da richte ihm dann eine reichhaltige Brotzeit her. Das tun die zwei Bauern, mit dem Traktor hängen geblieben ist, ohne dass er es gemerkt hat. Aber der Vater meint unbedingt, dass das der Hauser war. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Spuren von dem Grenzstall an einem Traktor waren. Ja, na also, zu was denn dann die Feindschaft? Ja, weil er es einfach nicht zugeben will. Bis heute nicht. Sag ja nichts zu dem Vater davon. Da wird der Fuchsteufel ins Wald und geht gleich wieder in den Tee. Oh mei, ich sehe schon. Das wird nie was mit dem Stefan und mir. Na, wart's noch ab. Man muss das bloß richtig anfangen. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Oh mei, Onkel Hans. Die will ich nicht helfen. Ach. Aber jetzt muss ich wirklich die Wäsche aufhängen. Wie man nur so stur sein kann. Obwohl er weiß, dass er im Unrecht ist. Soll doch froh sein, dass seine Tochter so einen tüchtigen Bauern kriegt. Wo schau her? Gut schaut's das. Fest bist benannt. Wirkst um 10 Jahre jünger. Nein, ja, ich kann blödsinn. Du sag einmal, was hat denn der Anzug gekostet? Du hast ihn doch selber gezahlt. Weißt du das auch nicht mehr? Ja, das schon, ja, das weiß ich schon. Aber wie viel weiß ich momentan nicht. Das ist es mir. Das geht mir nicht mehr in den Kopf. Ich weiß es nicht. Weißt nicht mehr wie viel? Nein. 480 Mark. Was? Um Gottes Willen, mein alter Anzug ist noch lang da. Ja, da hat er bloß hinten sehen wir schon ausgeschaut. Sonst war er noch recht gut. Ja, Kasper. Was denn? Ja, gut schaust aus. Also, ich hab gar nicht mehr gewusst, dass ich so einen feschen Mann hab. Also, schaust um 10 Jahre jünger aus. Ja, das hat mir der Herr schon gesagt. Ne? Es macht sich so am Mecken. Ich komme mir vor wie ein Schaufenster Puppen. Also, das musst du doch selber zugeben, dass dir der Anzug gefällt, oder nicht? Was? Mein alter Anzug? Ja, den schenkst du die Motten. Dann haben die auch Freude. So. Also, mein Papa, mache ich heute seine Leibspeise. Schön. Kässpatzen. Oh. Die hat er noch nie mit. Ich möchte aber... Kässpatzen. Du hast den Pappen. Ich möchte aber... Kässpatzen. Das wisst ihr jetzt schon. So, Paula. Also, das mit dem Traktor ist alles in Ordnung, gell? Mhm. Bloß Bremsen haben sie ein bisschen nachstehen müssen. Aber sonst waren sie sehr zufrieden beim TÜV. Was? Das kriegt miteinander. Also kennt er mich doch gar nicht. Und dass ich mich da als Knecht anstellen habe lassen, das weiß er auch nicht. Und bis er das alles erfahrt, ist doch unser Bursche lang militärpflichtig, oder nicht? Ach komm, trotzdem. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Vater jemals die Einwilligung zu unserer Hochzeit gibt, oder? Kommt Zeit, kommt Rat. Aber zuerst kommt jetzt einmal ein Puzzle. Ja, was soll denn das bedeuten, hä? Nani, den Zahn musst du unbedingt richten lassen, ja? Ja. Was für ein Zahn? Da, Bauer, schau mal, was die Nani für einen schlechten Zahn dahinter ja. hat. Ja. Den muss er sich unbedingt richten lassen, den muss sofort zum Zahnarzt. Was Zahnarzt? Nix Zahnarzt. Bei mir gearbeitet und ich zum Zahnarzt gelaufen, gell? Sie Krimfutter, Herrin? Ja, Bauer, ich bin fast fertig. Dann schau, dass du ganz fertig wärst. Du kriegst schon nicht so lange rum. Ja, Bauer. Gott sei Dank ist das noch mal gut gegangen. Da schau her. Da ist gar niemand da. Scheinbar alles ausgeflogen.
Nicht einmal mein Bruder, der Herr Ökonomierat, ist da. Der wird doch nicht einmal was arbeiten. Hallo? Hallo? Und da ist noch was. Hallo? Ja, was hey? Ja, Hans, grüß dich gut. Nein, ich kann dir gar nicht sagen, ich bin frei, dass du da bist. Du, ein Kupfer, der macht aus. Dass der Kasper nicht mehr. Aber du, so weit. Du bist doch schon früh früher gekommen. Naja, meine Sonnenkiste ist nicht angesprungen. Die wird halt auch schon alt. Die braucht ab und zu das gute Zureden, damit sie Schnaufer macht. Wo ist mein Bruder? Der männliche Haustraucher? Der ist bei der Gemeinde, beim Bürgermeister. Auf die Weise haben wir wenigstens sein Gebell nicht im Haus. Führt das immer noch so auf? Ach, du machst dir keinen Begriff. Das wird immer schlimmer mit ihm. Mein Gott, ich kann dir gar nicht sagen, der führt sich auf und wir. Es ist furchtbar mit ihm. Unsere Mutter, die hat uns manchmal ganz schön rumgescheicht. Aber sie hat uns nie schikaniert oder ungerecht behandelt. Ja, und Kaspar, den hat schon manchmal besonders in der Mangel gehabt. Jetzt meint er halt, er muss das, was er früher geschluckt hat, an euch auslassen. Das heißt aber noch lange nicht, wenn er der Bauer ist, dass er tun und lassen kann, was er will. Vor allen Dingen hat er nicht das Recht, euch so zu behandeln. Es wird immer schlimmer mit ihm. Nichts kann man ihm recht machen. Mei, und weh, es redet ihm einer dagegen. Dann soll's noch mal sein, dann legt er los, unser Haustier an. Ach, der Stefan, der ging am liebsten auf und darf gehen. Ach komm, jetzt lass halt deine dumme Witz, mir ist nicht zum Lachen. Wenn der Vater uns draufkommt, dann kannst du auf deinen Bauernhof zurückgehen und ich muss den heiraten, den mir der Vater raussucht. Also ich weiß nicht, was du immer hast. Bis jetzt ist doch alles gut gegangen. Du seit 22 Jahren. Sind dein Vater und mein Vater zugerückt miteinander. Also kennt er mich doch gar nicht. Und dass ich mich da als Knecht anstellen habe lassen, das weiß er auch nicht. Und bis er das alles erfahrt, ist doch unser Bursche lang militärpflichtig, oder nicht? Ach komm, trotzdem. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Vater jemals die Einwilligung zu unserer Hochzeit gibt, oder? Kommt Zeit, kommt Rat. Aber zuerst kommt jetzt einmal ein Puzzle. Ja, was soll denn das bedeuten, hä? Nani, den Zahn musst du unbedingt richten lassen, ja? Ja. Was für ein Zahn? Da, Bauer, schau mal, was die Nani für einen schlechten Zahn dahinter ja. hat. Ja. Den muss er sich unbedingt richten lassen, den muss sofort zum Zahnarzt. Was Zahnarzt? Nix Zahnarzt. Bei mir gearbeitet und ich zum Zahnarzt gelaufen, gell? Sie Krimfutter herin? Ja, Bauer, ich bin fast fertig. Dann schau, dass du ganz fertig wärst, du kriegst schon nicht so lange rum. Ja, Bauer. Gott sei Dank ist das noch mal gut gegangen. Da schau her. Da ist gar niemand da. Scheinbar alles ausgeflogen. Nicht einmal mein Bruder, der Herr Ökonomierat, ist da. Der wird doch nicht einmal was arbeiten. Hallo? Hallo? Und da ist noch was. Hallo! Ja, was hey? Ja, Hans, grüß dich gut. Nein, ich kann dir gar nicht sagen, ich bin frei, dass du da bist. Du, ein Kupfer, der macht aus, dass der Kasper nicht mehr. Aber so du bist doch schon viel früher gekommen. Naja, meine Sonnenkiste ist nicht angesprungen. Die wird halt auch schon alt. Die braucht ab und zu das gute Zureden, damit sie Schnaufer macht. Wo ist mein Bruder? Der männliche Haustraucher? Der ist bei der Gemeinde, beim Bürgermeister. Auf die Weise haben wir wenigstens sein Gebell nicht im Haus. Führt das immer noch so auf? Ach, du machst dir keinen Begriff. Das wird immer schlimmer mit ihm. Mein Gott, ich kann dir gar nicht sagen, der führt sich auf und wir. Es ist furchtbar mit ihm. Ja. Unsere Mutter, die hat uns manchmal ganz schön rumgescheicht. Aber sie hat uns nie schikaniert oder ungerecht behandelt. Ja, und Kaspar, den hat schon manchmal besonders in der Mangel gehabt. Jetzt meint er halt, er muss das, was er früher geschluckt hat, an euch auslassen. Das heißt aber noch lange nicht, wenn er der Bauer ist, dass er tun und lassen kann, was er will. Vor allen Dingen hat er nicht das Recht. Jetzt heimfutter ja, ich komm schon. Also dann. Also, ich möchte bloß wissen, warum ich Kinder auf die Welt gesetzt hab, wenn ich euch selber machen muss. Ja.
Also das Grünfutter, das hätte mich jetzt bald geschafft. Ja, mir reicht's auch. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Papa keinen Haiaufzug einbauen lässt. Ja, das könnte ich dir schon sagen. Wenn der Papa das Heu selber abladen müsste, dann war der Heuaufzug schon lang einbaut. Aber so hat er ja uns als Dienstboten. Grüß euch. Ja, grüß Gott. Grüß dich, Gott, Onkel Hans. Das ist aber schön, dass du da bist. Ich glaub's, mit dir kann man sich wenigstens unterhalten, ohne dass man obelt wird. Du, Nanni, wo ist denn eigentlich der Bauer? Ich hab ihn zuerst auf Pfeifen hören. Du, der ist bestimmt mit der Urschel im Stall draußen, die Walli Kaiwitsch. Was, die Kaiwitsch? Ja, da muss ich ja helfen. Ah, nix da. Bleib nur da. Ja, aber du musst. Nein, du musst nicht. Der soll nur selber einmal was tun. Ich schad dem gar nicht, wenn er ein bisschen ins Schwitzen kommt. Vielleicht geht ihm dann die Luft aus zum Pfeifen. Mei, hast du eine Ahnung, was los ist, wenn er uns da herin erwischt? Habt ihr euch doch schon geschunden nur? Oder habt ihr vielleicht Angst vor ihm? Ja, Angst nicht grad, aber. Schiss! Und darum geh ich jetzt in den Kirchenhaus zur Mama. Ich kann das Gebäfer nicht mehr hören. Ist er denn wirklich so schlimm? Schlimm? Ja, noch viel schlimmer. Was glaubst denn du, wenn der in den Stumm reinkommt und sieht da einen Steh von uns? Ja, oder gar sitzen da herin? Der explodiert, der steigt in die Luft bis an Decken auf. Lass ihn doch aufsteigen. Der kommt schon wieder runter, wenn es ihm da drum zu langweilig wird. Ja, und der Doktor hat noch gesagt, wir sollen ihn nicht unnötig aufregen, weil er sowieso einen zu hohen Blutdruck hat. Der Doktor meint wohl, dass er sonst an seinem eigenen Gift erstickt. Das ist der Papa. Doch einmal. Gott. Da, schau her. Der Herr Knecht steht in der Stube miteinander und ich darf ihn mit der blöden Kuh abschinden. Ne? Der Knecht. Als wenn er nichts zu tun hätte, steht im Stübchen herin, ne? Ja, Bauer, ich bin gerade reinkommen vom Heuabladen. Was? Ja, ist denn das auch noch nicht herin? Ja, gibt's denn sowas? Wenn ich mich um alles kümmern würde, dann gang's bei uns drunter und drüber. Wir waren schon lang pleite, Mama. Aber natürlich, wenn der Herr Brüder meine Leute von der Arbeit aufhält, dann ist der kein Wunder, ne? Sei nur froh, dass ich die nicht aufhalt. Ich lass mich schon nicht aufhalten. Ich bin ja kein Beamter. Wo ist denn Nanni? Die ist gerade in die Küche raus zu ihrer Mutter. Was tut denn die in der Küche draußen? Ja, das bisschen Essen bringt doch Mutter nur fertig. Du gehst jetzt in den Hof raus und tust den Wagen in die Remisen fahren, gell? Und dann glaubst du, die Heike habe ich zusammen, die da so einen Anflacker. Ja, aber das hat... Nichts, aber tu, was ich da geschafft habe. Herein. Grüß Gott, Bauer. Was? Hoffentlich störe dich nicht. Ah, der Herr Sohn von meinem Todfeind, so. Bist wieder da, ha? Ruhig bleiben kann. Ja, freilich bin ich da. Ich halte dich nicht lang auf. Ich wollte dich nur fragen, ob dir in 3 Wochen mein Hochzeitstermin recht wäre. Was geht denn mit deinem Hochzeitstermin an? Hast du so eine Blöde gefunden, die dich mag, ha? Freilich habe ich auch nicht gefunden. Und jetzt dreht sie sich halt nur noch um den Termin. Termin? Ha? Ich möchte wissen, was für eine Blöde in deine Rasse hineinheiraten würde. Deine Tochter, die Nanni. Meine was? Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Möchtest du mich jetzt im Narren halten, hä? Ich werde doch meinen Schwiegerpapa nicht im Narren halten. Schwiegerpapa? Ja. Ich, ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Du weißt ganz genau, dass wir in Feindschaft leben miteinander, gell? Gelebt haben. Das ist schon lang vorbei. Was? Ja? Moment. Hans! Hans! Hans, geht gleich, komm her. Na, was gibt's denn, was bläst da so? Ah, der Stefan, grüß dich. Grüß dich, Gott. Was Zeit lang nach deiner Nanni, hä? Was ist denn los, was bläst denn so? Der möchte mich für blöd verkaufen. Wir haben keine Feindschaft mehr mit dem Hauser und er möchte meine Tochter Nanni heiraten. Ja und, das hat doch seine Richtigkeit. Was? Ja, bitte. Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Darf ich vielleicht jetzt endlich wissen, was hier im Hause gespielt wird? Ja? Also Bauer, wenn du das vielleicht vergessen hast, ich erkläre dir das gern. Ja? Vor ungefähr 3 Wochen war ich da mit meinem Vater. Und ich habe um die Hand von deiner Tochter angehalten. Und ich habe euch nicht sofort hinausgeschmissen? Ach, woher? Ganz im Gegenteil. Was? Mit meinem Vater hast du die alte Feindschaft für ewig begraben. Ja, und den Verspruch habt ihr doch hier per Handschlag besiegelt. Ja, das gibt's doch nicht. Doch, Kaspar. Hä? Die Mari, die Nanni und ich, wir waren ja auch dabei.
Wir haben uns riesig gefreut, ja, dass du so viel Einsicht hast und nur das Beste für deine Tochter willst. Hä? Die Nanni ist da gleich mal in den Hals gesprungen und hat die abbusselt. Und Stefan hat ganz neidig zugeschaut und die Mari hat fast gewarnt vor lauter Freude. Die Nanni, meine Tochter, hat mich abgebusselt. Ja. Das ist ja noch nie passiert. Ja. Und meine Alte, meine Frau, hat mich auch abgebusselt. Freilich. Ja, pfui Teufel, das ist ja ja, und du hast die Nanni auch abgebusselt, dass du eine Freude hast gehabt. Ich? Ja. Um ja. Gottes Willen. Und am Heimweg hat mein Vater zu mir gesagt, sieg Stefan, hat er gesagt, der schnappt. Alles muss ich selber machen. Und den ganzen Haushalt muss ich mich kümmern. Die Kühe muss ich melken. Den Stall muss ich ausmisten. Die Sei muss ich auf Futter geben. Die zweibeinigen Rindviecher, für die muss ich auch noch das Essen kochen. Ja, da schon her. Ich war schon immer fleißig bei der Arbeit, he? Ja. Das Heu habe ich jetzt runtergefahren. Gut. Jetzt ist der Bauer dran. Na, meine, hat er bis Mittag was zu tun. Da wird er ganz schön in Schwitzen kommen, glaube ich. Das leicht sein. Du weißt was da. Da riecht ihm dann eine reichhaltige Brotzeit hier. Das tust du, die Kuna brauchen. Na, was gibt's denn? Was gibt's? Ja. Tja, ein Magerkäse und eine Scheibe Brot. Feudal ist das gerade nicht. Und zum Trinken? Zum Trinken, da gibt's Bier und eine Milch, weil das ist gesund. Miteinander? Und ich darf's gleich einen Weg zum Häusl freimachen. Dass ich's nicht vergiss, wenn der Stefan kommt, so wie wir's ausgemacht haben, dann sagst mir's, dann möchte ich dabei sein. Du kommt ja heute wirklich zum Vorstehen als Hochzeiter. Ja. Das wäre das letzte Stück, das der Bauer schlucken muss, bevor die Mari und die Nanni wieder zurückkommen. Ja, der Moni wird dann ganz aus dem Gewand springen. Dann platzt seine Feindschaft mit dem Hauser, als würde er Seifenblasen. Jetzt riecht ihm schnell die Brotzeit her, gell, dass er mir nicht verhungert. Die reichhaltige. Das Heu fahre ich nach der Brotzeit rein, gell? Sag mal, ist schon alles herin oder fahrst du nur mal hinaus? Nein, ich muss schon nochmal fahren. Was? Mindestens nochmal so eine Fuhr. Oh, wird denn das Heu überhaupt nicht weniger, hä? Sei froh, dass du so viel hast. Oh, ich spür mein Kreuz schon bald nicht mehr. So, Bauer. Ja. Jetzt schau her. Ja. Jetzt du noch richtig dich satt isst, ja, gell? Was soll denn das sein? Ein Magerkäse. Ja, so schaut er auch aus. Den darfst du mal ein bisschen herfuttern, dass er dicker wird. Ja. Aber gesund. Wer sagt denn das? Die Urschel, unsere Reserveköchin. Ja. Hey, ich weiß, ich kenne mich nicht mehr aus. Das hat mir, weißt du, wo mein Zahnbürstel ist, das finde ich seit ein paar Tagen nicht mehr. Ja, aber natürlich. Ja, Bauer, das liegt doch in deiner. Und ich gehe jetzt wieder zur Bayern. Zu der Walli in Steinhaus. Ist schon recht. Gute. Die Urschel hat leicht drehen, lass den Kopf nicht hängen. Die, wenn wisset. Oh mein. So. Psst, Nanni. Bist du allein? Ja, freilich. Geh weiter. Komm, gib mir schnell ein Bussel. Du bist narrisch geworden, wenn der Vater reinkommt, dann gibt's eine doppelte Leiche. Das macht ja auch nichts. Dann braucht die Leib bloß einmal am Friedhof gehen. Ach komm, jetzt lass halt deine dumme Witz, mir ist nicht zum Lachen. Wenn der Vater uns draufkommt, dann kannst du auf deinen Bauernhof zurückgehen und ich muss den heiraten, den mir der Vater raussucht. Also ich weiß nicht, was du immer hast. Bis jetzt ist doch alles gut gegangen. Du, seit 22 Jahren sind dein Vater und mein Vater zugerückt miteinander. Also kennt er mich doch gar nicht. Und dass ich mich da als Knecht anstellen habe lassen, das weiß er auch nicht. Und bis er das alles erfahrt, ist doch unser Bursche lang militärpflichtig, oder nicht? Ach komm, trotzdem. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Vater jemals die Einwilligung zu unserer Hochzeit gibt, oder? Kommt Zeit, kommt Rat. Aber zuerst kommt jetzt einmal ein Puzzle.
Ja, was soll denn das bedeuten, hä? Nani, den Zahn musst du unbedingt richten lassen, ja? Ja. Was für ein Zahn? Da, Bauer, schau mal, was die Nani für einen schlechten Zahn dahinter hat. Ja. Den muss er sich unbedingt richten lassen, den muss sofort zum Zahnarzt. Was Zahnarzt? Nix Zahnarzt. Bei mir gearbeitet und ich zum Zahnarzt gelaufen, gell? Sie Krimfutter herin? Ja, Bauer, ich bin fast fertig. Dann schau, dass du ganz fertig wärst. Du trittst schon nicht so lange rum. Ja, Bauer. Gott sei Dank ist das noch mal gut gegangen. Da schau her. Da ist gar niemand da. Scheinbar alles ausgeflogen. Nicht einmal mein Bruder, der Herr Ökonomierat, ist da. Der wird doch nicht einmal was arbeiten. Hallo? Hallo? Konjunktur, da ist noch was. Hallo? Ja, was hey. Ja, Hans, grüß dich Gott. Nein, ich kann dir gar nicht sagen, ich bin frei, dass du da bist. Das ist recht. Du, ein Koffer, der machen wir aus. Das, dass der Kasper nicht mehr. So, aber so du bist doch schon viel früher gekommen. Naja, meine Tonnenkiste ist nicht angesprungen. Die wird halt auch schon alt. Die braucht ab und zu das gute Zureden, damit sie schnaufen macht. Wo ist denn mein Bruderl? Der männliche Haustraucher? Der ist bei der Gemeinde, beim Bürgermeister. Auf die Weise haben wir wenigstens sein Gebell nicht im Haus. Führt das immer noch so auf? Irgendwas stimmt nicht mehr bei mir da drum. Ja, mit dem Alter, da lässt halt das Gedächtnis ein bisschen noch. Hm? Vielleicht hast du auch Durchblutungsstörungen im Hirn. Ja. Ist das gefährlich? Unter Umständen schon. Ja. Besonders, wenn du deinen Zorn immer an andere auslässt oder in die Nei frisst, da steigt dann der Blutdruck auf. Ja. Und schon hast du das schönste Schlagerl. Aber ich besorge dir noch Tabletten. Ja. Die nimmst dann schön ein, dann wird schon besser werden. Und wenn immer noch Gedächtnislücken auftreten, dann musst du zum Psychiater. Was? Zum Klapsdoktor? Um Gottes Willen. Ja, lieber kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Die Tabletten werden schon helfen, aber du musst auch mithelfen. Ja, wie denn? Ja, ganz einfach. Nicht wie an jedem Dreck herumblären. Die Familie nicht immer anschnauzen. Ruhig bleiben, schön ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja, und nicht blären, dass man dich gleich ins ganze Dorf hört. Na, wenn man mich aber immer ärgert. Kein Mensch ärgert dich. Sei froh, dass du eine tüchtige Frau und Tochter hast. Ja. Mir hat sowieso schon gewundert, dass die nicht schon lange ausgewandert sind. Mei, was soll ich denn hinwandern? Mei, Alte ist so schlecht auf die Füße. Aber man wird dann noch was sagen dürfen, oder? Ja, sagen schon. Aber in einem anderen Ton. Also wenn ich diesbezüglich wieder was her, ja, dann kommst du in eine Klapsmühle. Mach gar nicht, Mann. Wenn du wieder aufführst, als wäre ein größer, wahnsinniger Terrain. Ja. Dann bleibt da gar nichts anderes über. Da nützt dann bei ganz Blären nichts mehr. Nein, um Gottes Willen. Ich bin ja schon froh, wenn die meinigen aus dem Urlaub wieder zurückkommen. Na, also. Ja. Dann ist ja alles recht. Alles recht. Weil sonst? Weiß. Sehe ich schwarz für dich. Mag kein Mann. Ja, du hast schön ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja. Und schön deine Tabletten dann einnehmen, okay? Tabletten nehmen. Was machst denn da? Die siehst doch, fliehen gefangen. Der Ritter kann sein Mann mehr. Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Wir haben doch keine Fliegen im Haus, hör doch auf. Bist du doch sicher, Bauer? Natürlich, wir haben. Lass doch die lieben Fliegeln fliegen. Ich rücke mit dir zusammen. Spar dir deine Sprich und lass mir meine Ruhe. Ja. Sonst rück ich mit dir zusammen. Grau hat ein Bauernbiffi.
Jetzt meine ich, hat er mich was gekostet. Da muss ich aufpassen. Sonst bringt mir mein Bruder und meine ganze Familie durcheinander. Ja, Bauer! Was denn? Ja, da bist ja! Wo soll ich denn sonst sein? Ja, magst mir nicht helfen. Ja, allein schaff ich doch das nicht. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, die Walli, unsere Kuh. Ja? Ja, die kriegt doch ihr Baby. Seit wann kriegt denn eine Kuh ein Baby? Soll ich halt Nanni helfen oder der Stefan? Das geht nicht, weil die Nanni ist beim Heu abladen und der Stefan, der fährt ins Grünfutter rein. Was? Ja, tritschen denn die immer noch so langweilig herum, hä? Ja, was ist jetzt? Magst du mir jetzt nicht helfen? Ich möchte erst mal Brotzeit machen, ne? Die Kurse warten, bis ihr Schratzen kommt, ne? Gut. Gut. Was? Ich kann's ja der Walli sagen, sie soll noch warten mit ihrem Schratzen. Aber wenn was schief geht, schieb ja nicht mir die Schuhe rein. Ich sage dir. Was ist jetzt? Magst du mir jetzt helfen oder nicht? Ja, ich komm schon. Also dann. Also, nein. Ich möchte bloß wissen, warum ich Kinder auf die Welt gesetzt hab. Wenn ich euch selber machen muss, ja. Also das Grünfutter, das hätte mich jetzt bald geschafft. Ja, mir reicht's auch. Ich verstehe überhaupt nicht, warum der Papa keinen Haiaufzug einbauen lässt. Ja, das könnt ihr da schon sagen. Wenn der Papa das Heu selber abladen müsste, dann war der Heuaufzug schon lang eingebaut. Aber so hat er ja uns als Dienstboten. Grüß euch. Ja, grüß Gott. Grüß dich, Gott, Onkel Hans. Das ist aber schön, dass du da bist. Ich glaub's, mit dir kann man sich wenigstens unterhalten, ohne dass man obelt wird. Du, Nanni, wo ist denn eigentlich der Bauer? Ich hab ihn zuerst auf Pfeifen hören. Du, der ist bestimmt mit der Urschel im Stall draußen, die Walli Kaiwitsch. Was, die Kaiwitsch schon? Ja, da muss ich ja helfen. Ah, nix da. Bleib nur da. Ja, aber du musst. Nein, du musst nicht. Der soll nur selber einmal was tun. Ich schad dir gar nicht, wenn er ein bisschen ins Schwitzen kommt. Vielleicht geht ihm dann die Luft aus zum Pfeifen. Mei, hast du eine Ahnung, was los ist, wenn er uns da herin erwischt? Ja. Habt ihr euch doch schon geschunden nur? Oder habt ihr vielleicht Angst vor ihm? Ja, Angst nicht grad, aber. Schiss! Und drum geh ich jetzt in Kirchenhaus zur Mama. Ich kann das Gebäfer nicht mehr hören. Ist er denn wirklich so schlimm? Schlimm? Ja. So oft und so lange ich mag. Auch wenn's dir nicht passt. Ja. Was pfeifst du überhaupt so ordinär umeinander? Das hat er für unsere Mutter nicht beigebracht. Bitte nicht aufmachen, gell? Mein Brotzeit! Ah, die bringt dir der Hund? Nein, mein Alte soll's mir bringen, ne? Ah, da schon her. Das sind ja nette Sitten, die du da eingeführt hast. Muss die Frau jetzt schon auf den Pfiff gehen? Du, pass mal auf. In dem Haus geschieht immer noch das, was ich will, gell? Der Herr im Haus bin ich. Ich bin ja nicht irgendjemand. Ich bin ja der Schnatter Kasperbeck. Der Kasper Schnatterbeck, ne? Das hätte ich jetzt bald vergessen, dass du der Herr Tyrann von und zu Schnatterbeck bist. Komm, komm, komm. Lass deinen Sprich. Was ist denn mit meiner Brotzeit? Am besten zwickst du noch ein Monokel ins Auge und sitzt den Zylinder auf. Hä? Dann gehst du über den Hof in Stein aus, dann kriegt deine Kirche einen Lachkrampf und dein Hund macht einen Salto vor lauter Freude. Weißt du, was zum Spöteln hast? Ja, was ist denn jetzt mit meiner Brotzeit? Die Mario hat jetzt gerade keine Zeit, die ist gerade am Essen kochen. Im Übrigen bin ich zur Erholung da. Du möchtest aber nicht den ganzen Tag dein Gepfiffe da anhören. Zu was bist du da? Ja, zur Erholung. Erholung? Dass ich nicht lach. Erholung. Seit wann braucht ihr einen Beamten? Erholung. Von was willst du denn du erholen? Ha? Vom Stuhlsitz polieren oder vom Zeitung lesen? Ha? Ich hab mir vorgeschriebene Arbeit und die muss ich machen. Ja. Die nimmt mir niemand ab. Ja. Ich hab's nicht so schön, dass ich bloß Pfeifer brauch, damit die anderen mehr Arbeit machen. Naja, mit Maulwerk setzen wir gut beieinander. Ja, Herrschaftszeiten, was ist denn mit meiner Brotzeit? Ich darf mir's halt selber holen. Oder ist dir das auch schon zu viel Arbeit? Danke, Herr. Ich hab das Gefühl, da steckst du dahinter, hä? Möchtest du mich gegen meine Familie aufbringen, hä? Aber Brüderli sagt das, lass deine staubigen Beamtenpfoten von meiner Familie, sonst rück ich mit dir zusammen. Spare deine Sprich und lass mir meine Ruhe. Ja. Sonst rück ich mit dir zusammen. Graher der Bauernbüffel.
Jetzt meine ich, hat er mich was gekostet. Da muss ich aufpassen. Sonst bringt mir mein Bruder und meine ganze Familie durcheinander. Ja, Bauer! Was denn? Ja, da bist ja! Wo soll ich denn sonst sein? Ja, magst mir nicht helfen. Ja, allein schaff ich doch das nicht. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, die Walli, unsere Kuh. Ja? Ja, die kriegt doch ihr Baby. Seit wann kriegt denn eine Kuh ein Baby? Soll ich halt Nanni helfen oder der Stefan? Das geht nicht, weil die Nanni ist beim Heu abladen und der Stefan, der fährt das Grünfutter rein. Wenn er der Bauer ist, dass er tun und lassen kann, was er will. Vor allen Dingen hat er nicht das Recht, euch so zu behandeln. Ach, es wird immer schlimmer mit ihm. Nichts kann man ihm recht machen. Mei. Und wehe, es redet ihm einer dagegen. Dann sollst du mal sehen, dann legt er los, unser Haustier an. Ach, der Stefan, der ging am liebsten auf und davon. Und der Nanni, der geht's auch nicht besser. Wir sollen mal den ganzen Kram vor die Ferse schmeißen. Die bleiben doch wegen mir. Was glaubst du, was ich zum Aushalten hätte, wenn die nicht mehr da wären? Bittchen. Sag ja an Kaspar Nixen, dass wir gewusst haben, dass du kommst. Nein, nein, kannst beruhigt sein. Und wenn er mich anmutzt, ich wär schon fertig mit ihm. Meinst du? Auf dich hat er einen besonderen Hocker, weil du ein Beamter bist. Er sagt das. Der führt sich auf. Mit dem Essen ist es jedes Mal ein Theater. Mach ich Reibertatschi, wo ich einen Schweinsbraten. Mach ich Schmalznudel, wo ich Dampfnudeln. Mach ich Schwammerl, wo ich Pilze. Das ist doch dasselbe. Da siehst du es mal, wie durcheinander das ich bin. Aber ich hab ganz auf dich vergessen, du wirst ja bestimmt einen Hunger haben, ja, Malz. Ja, da kommst du. Weißt du was? Jetzt geh mal in die Küche raus. Ich mach dir jetzt eine ganz gute Brotzeit. Ja. Ich hab mich so schon gefreut auf deine Kochkunst. Ja, dann gehen wir dann weiter. Ja. Brotzeit! Ja. Ja, was ist denn, sitzen die heute auf die Ohren, ha? Wir haben es denn, ha? Brotzeit, hab ich gesagt! Hör's auf Seiten, wo bleibst du so lang? Nicht zum Darm ist das. Ja. Dann wenn's deinen Hund sagst, der ist im Stall draußen. Ja, wie kommst denn du da rein, ha? Ganz einfach, über den Hof. Und da bin ich rein und da bin ich auch schon. Da schon her. Aber grüß Gott kannst du schon sagen, wenn du ein bisschen einen Anstand hättest. Du brauchst mir einen Anstand nicht lernen. Was willst du denn da? Ich hab dich nicht gerufen. Das wäre bei dir auch nicht erleben, aber das macht nichts. Hä? Du weißt, dass ich als dein jüngerer Bruder das Wohnrecht auf Lebzeiten daheim habe. Ja, leider. Ich kann also kommen und wohnen so oft und so lange ich mag. Auch wenn es dir nicht passt. Ja. Was pfeifst du überhaupt so ordinär umeinander? Das hat dir unsere Mutter nicht beigebracht. Ja, die nicht aufmandeln, gell? Mein Brotzeit! Ah, die bringt dir dein Hund? Nein, mein Alte soll's mir bringen, ne? Ah, da schon her. Das sind ja nicht die Sitten, die du da eingeführt hast. Muss die Frau jetzt schon auf den Pfiff gehen? Aber man wird dir noch was sagen dürfen, oder? Ja, sagen schon. Aber in einem anderen Ton. Also wenn ich diesbezüglich wieder was her, ja, dann kommst du in eine Klapsmühle. Mach keinen Schmarrn. Wenn du wieder aufführst, als wäre ein größer, wahnsinniger Terrain, ja, dann bleibt da gar nichts anderes über. Dann nützt dir dein ganz Blären nichts mehr. Nein, Gottes Willen. Ich bin ja schon froh, wenn die meinigen aus dem Urlaub wieder zurückkommen. Na, also. Ja. Dann ist ja alles recht. Alles recht. Weil sonst? Weiß. Sehe ich schwarz für dich. Mach keinen Schmarrn. Du hast schön ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ja. Und schön deine Tabletten dann einnehmen, okay? Tabletten nehmen. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Tabletten nehmen. Was
machst du denn da? Die siehst doch, fliehen gefangen. Ihr redet doch keinen Scheiß mehr. Ruhig bleiben, Kasper, ruhig bleiben. Wir haben doch keine Fliegen im Haus, hör doch auf. Bist du doch sicher, Bauer? Natürlich, wir haben. Lass doch die lieben Fliegen fliegen. Ja. Du bist es schon gewohnt vom Stall und mich stören's nicht, die Fliegen. Aber Bauer. Was? Bauer, jetzt sind überhaupt gar keine Fliegen mehr da. Nein. Sind alle schon weg. Da siehst du es einmal. Was die für einen Prospekt vor mir haben. Ich kann sich ein Schmarrn. Aber natürlich. Ach, da hast ja du überhaupt keine Ahnung von einer Haustierhaltung. Na ja, red mal, ruhig bleiben, Kasper. Wenn ich an die Klapsmühle denke, oh Gott, das mein, da brauch ich einen Schnaps. Jawohl. Hoppla, einen Schnaps brauch ich da. So, da. Ja. Heute habe ich wieder meinen ruhigsten Tag. Oh, doppelt genäht hält besser. Rein. Grüß Gott, Bauer. Was? Hoffentlich störe dich nicht. Ah, der Herr Sohn von meinem Todfeind, so. Bist wieder da? Ha? Ruhig bleiben kann. Grüß Gott. Sind Sie hier, Herr Kasper Schnetterbeck? Ich bin der Kasper Schnetterbeck. Das sag ich doch. Und wer sind Sie? Ich bin Dr. Kropfschneider, bin Psychiater. Jesus, der Glaubensdoktor. Ihr Bruder hat mir erzählt, dass Sie immer Sachen anschaffen, von denen Sie nachher nichts mehr wissen. Stimmt das? Das stimmt. Ich weiß, dann schaffe ich Sachen an, die ich überhaupt nicht angeschafft habe. Ja. Ich glaube, bei Ihnen stimmt irgendwas nicht. Ja, das weiß ich selber, da brauche ich keinen Doktor. Jetzt beruhigen Sie sich, Herr Schnetterbeck. Schnetterbeck. Ja, und setzen Sie sich mal ganz ruhig in den Stuhl. Ganz ruhig in den Stuhl. Wir werden zuerst einmal die Reflexe testen. Ich muss immer testen. Die Reflexe. Schlagen Sie doch mal bitte ein Bein über das andere. So. Reflexe sind da. Da brauche ich schon nicht da. Du hast recht. Und jetzt blasen Sie mal hier rein. Ja. Reinblasen? Ja. Ja. Da haben wir schon. Da, einmal frei, Überdruck. Nehmen Sie bitte Platz. Schauen Sie, dass Sie die Steine aufeinander bringen. Die Steine aufeinander.